natürlich auch bei Brigitte B.'s Küchenkultur aus Grünstadt danken für die tolle Unterstützung. Ist das Thema natürlich wichtig und ich freue mich, dass mit der Person von Herrn Prediger und heute von Herrn Benke, dass das Thema vielleicht ein bisschen wieder aktualisiert werden könnte und wir auch für unseren Bereich zu neuen Erkenntnissen vielleicht kommen. Das wäre eigentlich eine besondere Sache. Ich habe den Untertitel gelesen, Vermisstenforschung. Das ist natürlich schon etwas außergewöhnlich, muss ich schon sagen. Und ich hoffe und wünsche, dass natürlich Ihre Aktivitäten sich nicht nur auf die Pfalz beziehen, sondern ich muss immer wieder ein bisschen dafür werben, dass wir gerade im Waren natürlich auch dann berücksichtigt werden. Und da, das weiß ich nicht, wie Ihre Zielsetzungen sind, natürlich auch über die Grenze, das heißt in den lothringischen Waren. Es ist ja so, dass nur ein Drittel unserer Heimat Waren im Saarland liegt und zwei Drittel in Lothringen. Und deswegen ist es also auch für uns wichtig, was auf der anderen Seite passiert ist. Die Grenze ist zwar optisch bei uns weg, aber trotzdem besteht immer noch eine harte Grenze zwischen Frankreich und Deutschland, was so die Aktivitäten und die historische Forschung angeht und die Auffassungen und so weiter und so fort. Also ich kann nur hoffen und wünschen, Herr Beitel, dass Sie uns nicht vergessen. Wir sind natürlich heute gespannt über Ihre Aktivitäten weltweit. Ich habe schon gehört, was Sie alles so im Auge haben, aber das kann natürlich auch für uns von Interesse und von Vorteil sein. Ich wünsche der Veranstaltung viel Erfolg und dann sich die Veranstaltung fortsetzen. Viel Erfolg. Haben hier sehr viele ehrenamtliche Helfer, Interessierte. Den möchte ich zuerst mal herzlichen Dank aussprechen. Das Aufbauen, das zur Verfügung stellende Exponate und so weiter und so fort. Das sieht man ja hier alles im Endeffekt nachher nicht, was da alles vorher passiert ist, dass das mal so aussieht. Und daher erstmal Dankeschön an alle, die jetzt hier geholfen haben und auch helfen werden. Natürlich auch noch einen besonderen Dank nochmal ans Heimatkundemuseum hier, die uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Hier, wir bezahlen jetzt hier auch gar nichts, deswegen bitte gerne einmal einen Kuchen essen, ein Getränk trinken. Das wird nachher wirklich dann zusammengelegt und kommt auch dann dem Verein zugute mitunter. Und ja, dann wäre an dritter Stelle noch einmal zu nennen, logischerweise, der Uwe Benke. Ne? Der steht hier neben mir, ist aus der Pfalz, das ist aber nicht schlimm. wie der Herr Decker schon gesagt hat, wir sind da tatsächlich grenzübergreifend unterwegs. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen den Wahn im Visier hier speziell. Habe auch jetzt gerade schon heute Morgen von der Frau Buschel gehört, von einem Absturz hier in der Umgebung von einem Flieger, der uns selbst jetzt so noch nicht bekannt war. Also deswegen machen wir diese Veranstaltung auch. Ne? Das ist natürlich 1A-Information hier, was wir hier bekommen. Das sind Informationen direkt von den Leuten teilweise, die es noch erlebt haben. Von daher, ja, ich denke, das ist für uns schon interessant. Ja. Und das wäre es auch schon von meiner Seite. Ich überlasse das Wort dem Uwe Benke und wünsche eine schöne Veranstaltung. Unser Filmproduzent, der Michael Christian, der da hinten an der Kamera steht, der kommt aus Bockenheim an der Weinstraße und er ist also dabei, uns seit einigen Jahren auch immer wieder filmisch zu begleiten. Er nimmt also diese Veranstaltungen dann auch auf, ob es Vorträge sind, Ausstellungen. Und er macht das immer so von hinten. Dann kann man nämlich sagen, okay, wir tun dem Datenschutz ein Genügen. Ich denke mal, so ist es okay. Und von daher, wie gesagt, lieber Michael, vielen herzlichen Dank, dass du also heute von Bockenheim hierher gekommen bist nach Ludweiler. Möchte ich noch begrüßen, vielleicht zwei, drei weitere Personen als unter anderem den Peter Helm mit seiner Frau Christa. Die kommen also aus dem Saar-Pfalz-Gebiet, sage ich mal. Gell? Ist noch Pfalz, aber fast Saarland und zwar aus Lautenbach. Das ist bei Ottweiler dann auch. Also von daher, er unterstützt uns also auch schon einige Jahre lang. Er ist also heute praktisch dafür zuständig, dass es mit den Bildern klappt auch zu meinem Vortrag, den ich also jetzt gleich auch beginnen werde. So, Herrn de Grange möchte ich, wie gesagt, auch nochmal ganz herzlich begrüßen als Hausherren.
Vielen Dank, dass Sie mich also heute auch hier willkommen heißen in Ludweiler im Museum, ein sehr schönes Museum. Ich habe also schon einige Sachen hier gesehen, also wirklich ganz, ganz toll. Auch immer einen Besuch wert, denke ich mal. Den jungen Mann, den Sie hier sehen, den Steven Prediger, der hockt da hinten im Original, neben ihm sitzt seine Frau, die Melli, die möchte ich also auch ganz herzlich begrüßen. Vor allen Dingen auch die beiden, die hier federführend waren, auch für die Organisation im Vorfeld dieser Veranstaltung. Und der Steven hat also, wie gesagt, nicht nur die Firma Prediger Riesenfirma, sondern er ist auch in Sachen Antiquitäten unterwegs. Und in diesem Zusammenhang hat er natürlich dann auch gesagt, okay, wir präsentieren ein kleines, kann ich sagen, eine kleine Übersicht über das, was er alles so anzubieten hat. Es geht also hier eine kleine Reise in die deutsche Militärgeschichte rein, sei es über Uniformen, auch über Auszeichnungen oder auch wie zum Beispiel hier das der Rotkreuzschwester, dass man sich das Ganze auch einmal im Original angeschaut hat. Wie Herr Dekor schon gesagt hat, es war eine grausame Zeit, aber diese Zeit sollte nicht vergessen werden, deswegen halte ich auch diese ganzen Vorträge. Ich bin also auch in Schulen tätig, wo ich also auch vor Jugendlichen in Geschichte und auch Sozialkunde Unterricht halte und die Kinder auch auf diese schreckliche Zeit hinweise, weil es dieses Zeitgerät nach der Jahrzehnte, über 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges immer mehr in Vergessenheit. Und das birgt natürlich eine ganz, ganz große Gefahr, dass Geschichte sich immer wieder wiederholt. Und deswegen sind wir also bemüht, hier gerade durch unsere Veranstaltungen das Ganze auch wachzuhalten, die Erinnerungsarbeit, weil es gibt immer noch Hunderte oder Hunderttausende und auch Millionen Familien, die immer noch auf ihre Angehörigen warten, auf ein Lebenszeichen, die also praktisch in ganz Europa als vermisst gelten oder auch auf der ganzen Welt. Da zieht man vielleicht die Amerikaner mit an, die Engländer oder auch alle Soldaten. Und von daher ist es natürlich auch für die jetzige Generation, also zwei, drei Generationen nach der Kriegsgeneration, auch immer noch sehr wichtig, wenn zum Beispiel ein schwarzes Loch in der Familienchronik gefüllt wird. Das heißt also, durch unsere Nachforschungen sind wir in der Lage, eben solche Schicksale aufzuklären, den Familien dann eine Gewissheit zu geben und vor allen Dingen auch den Enkeln ein Gesicht ihres Großvaters oder Großvaters und so weiter, damit sie dann praktisch auch da wissen, wo komme ich eigentlich her. Und das, wie gesagt, ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Und deswegen bin ich also auch heute hier in Völklingen-Lüttweiler. Möchte mich natürlich auch bei der Zeitzeugin bedanken, die uns schon gleich einen neuen Hinweis gegeben hat. Den wird Steven natürlich auch sofort nachgehen, denke ich mal, im Laufe der nächsten Tage, Wochen. Und dann schauen wir mal, inwieweit wir hier vielleicht auch eine Aufklärung vornehmen können. Herr de Grosch hat vorhin schon angesprochen, ich möchte also bei meinem Vortrag auch den Band mit einbeziehen, auch das Saarland mit einbeziehen. Und auch die angrenzenden Bundes- bzw. auch Länder wie Frankreich zum Beispiel. Nächstes Wochenende werde ich mit meiner Frau in Colmar sein, in Frankreich. Da sind wir also eingeladen. Da geht es auch um die Einweihung eines Denkmals zu Ehren einer amerikanischen Besatzung, die damals durch den Absturz verhindert hat, dass der Ort zerstört wurde. Die haben also die Maschine praktisch daneben gelenkt. Und da wird ein Gedenkstein eingeweiht. Und wir sind also eingeladen hier auch vom Bürgermeister, praktisch mit dabei zu sein, eine ganz, ganz große Ehre auch für uns. Und wie Herr Dekor schon sagte, es sind also mittlerweile weltumspannende Projekte, die wir vornehmen, weil wir auch Kontakte zu Familienangehörigen auf der ganzen Welt, sei es Amerikaner, Engländer oder auch Neuseeländer, Australier, immer wieder aufnehmen und auch hier praktisch nach über 70 Jahren Schicksale aufklären können. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie dankbar diese Menschen sind. Das konnte ich also letztes Jahr erfahren, als ich im Oktober in Dayton in Ohio war. Da habe ich also vor fast 200 Leuten einen Vortrag gehalten in Englisch. Das war eine Premiere für mich auch. Ich habe es hingekriegt. Und die Leute waren also dermaßen begeistert auch. Die gab Standing Ovations, die kamen dann hinterher zu mir, haben mich beglückwünscht. Und es kamen also so viele Dankschreiben dann auch hinterher. Also das ist schon echt Wahnsinn. Und daran sieht man also auch wirklich, wie hoch unsere Arbeit angesiedelt ist auf diesem Gebiet, weil man sich überlegen muss, Peter, wir machen das alle ehrenamtlich, das heißt also, wir kriegen keinerlei Unterstützung jetzt von irgendwelchen Behörden oder sonst irgendwas, weil auch die Kommunen, wir haben ja alle kein Geld und die jammern, die sagen sich dann, okay, wir können dir Auszeichnungen geben ohne Ende, da haben wir die ganzen Schränke voll, aber wenn es ums Finanzielle geht, dann schrecken sie natürlich alle zurück. Und wie gesagt, diese Veranstaltung, die wir heute durchführen, auch ein bisschen unter dieser Prämisse, wenn Ihnen der Vortrag vielleicht gefallen sollte und Sie sagen, okay, das wäre eine Sache, die man unterstützen kann, dann wären wir natürlich auch sehr dankbar, Steven hat es schon angesprochen,
dass wir vielleicht dann auch die eine oder andere Spende bekommen, die dann natürlich eins zu eins wieder in unsere Nachforschung geht, weil auf diesem Gebiet kann man eigentlich nichts verdienen, sondern wir hängen sehr viel dran, also viel Herzblut dran, auch vor allen Dingen viel Freizeit, die wir dranhängen. Und von daher nur mal so ganz kleiner Einblick in die ehrenamtliche Tätigkeit der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung. Wie die zustande gekommen ist und so weiter, das werde ich gleich im Vortrag erläutern. Wie gesagt, Steven Prediger, ein ganz großes Dankeschön heute. Auch alle anderen Anwesenden, wen ich vergessen haben sollte oder nicht. Herrn und Frau Kester, Kester nicht? Kester. Darf ich auch begrüßen. Die beiden werden also nachher noch zu einem Flugzeugabsturz, der also hier auf in Völklingen stattgefunden hat, beziehungsweise zwischen Völklingen und Püttlingen, werde ich also nachher auch noch zu Wort kommen lassen. Gestern nicht, wäre das okay, wenn Sie dann nachher auch ein bisschen zu mir kommen? Na, also er freut sich schon, ich sehe es ihm am Gesicht an. Von daher, okay, also wie gesagt, er wird dann nachher auch praktisch noch zu Wort kommen. Und last but not least, vielleicht noch eine Person, oder einmal zwei Personen, Gerhard Höh und Erika Marquez, die beiden sind also auch heute da. Sie sind also auch, kann man sagen, fast ständige Besucher von Ausstellungen und auch Vorträgen, in der letzten Zeit zumindest mal. Wir haben also heute auch eine Volkswanderung durchgeführt oder sowas, gell, in Differten. Und dann haben sie das Ganze mit einem Abstecher hierher verbunden. Und von daher auch euch beiden vielen herzlichen Dank, dass ihr heute da seid. Und jetzt mache ich aber gleich Schluss, bevor ich nicht noch die Frau Hannelore Stier begrüßt habe. Ja, der hier noch so lacht. Und zwar, Frau Stier ist also auch eine ganz blühende Verehrerin, ja, unserer Arbeit. Ja, der Steven, der muss also immer wieder auf dem Laufen halten, ist auch im Steven seine Oma. Und von daher, liebe Hannelore, sage ich einfach mal herzlich willkommen. Die heutige Präsentation der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung unter dem Titel Als die Fliege im Zweiten Weltkrieg vom Himmel fielen, praktisch hier heute vorzustellen. Das ist das Gleiche, was wir praktisch für die Werbung auch genommen haben. Und von daher vielen herzlichen Dank für die zahlreiche Anzahl von Besuchern heute. Das zeigt mir also, dass diese Thematik auch wirklich sehr interessant ist. Und ich versuche das auch so interessant wie möglich dann auch rüberzubringen in meinem Vortrag. Wir starten. Hier ist das Anfangseinstiegsbild, ist also die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung. Sie sehen hier einige Projekte, die wir also hier in den vergangenen Jahren durchgeführt haben. Es sind einige, ja, Bilder dabei, zum Beispiel oben in der Mitte die sterblichen Überreste eines deutschen Soldaten, der von Raubgräbern, von Schatzsuchern, Militariersammlern gefunden wurde. Man hat ihm seine ganzen Orden, Ehrenzeichen, hat man ihm genommen. Man hat seine sterblichen Überreste liegen lassen an dieser Stelle. Und wir haben dann gesagt, okay, wir nehmen eine Notbergung vor, wir bergen die sterblichen Überreste. Und ja, wir sind momentan dabei, die Überreste dieses deutschen Soldaten auch zu identifizieren, damit auch er einen Namen bekommt und vor allen Dingen auch, dass die Angehörigen, die vielleicht immer noch auf eine Antwort warten, auch diese Antwort von uns bekommen. Es sind weitere Projekte rundum, die wir also haben. Links oben ist auch der Peter dabei. Ja, da waren wir in Thüringen gewesen, haben auch eine Ausgabe eines deutschen Piloten gehabt. Dann rechts oben, das war in Ottersweier, das war in Baden-Württemberg eine Aktion. Dann Dürnbach am Tegernsee, die Beerdigung von 5 vermissten britischen Piloten, die wir geborgen haben in der Vorderpfalz. Und ganz in der Mitte sieht man auch den Steven Prediger an der Absturzstelle eines deutschen Piloten. Und zwar in Saarbrücken-Duttweiler, am sogenannten Gehlenberg ist die Maschine runter. Und da haben wir noch ein paar Trümmerteile gefunden. Wir wissen mittlerweile auch, wie der Pilot hieß. Und die Bevölkerung hat praktisch auch zu Ehren dieses Piloten ein kleines Mahnmal hier aufgebaut. Und da waren wir also im vergangenen Jahr auch gewesen, auch aufgrund von Zeitzeugenberichten. Die sind natürlich für uns ganz, ganz wichtig, weil die, ja, ich sag mal, die Generation, die diesen Krieg noch unmittelbar miterlebt hat, die ist natürlich mittlerweile in einem Alter, wo man sagen kann, in wenigen Jahren steht sie uns nicht mehr zur Verfügung. Und deswegen müssen wir uns natürlich beeilen, dass wir eben solche Personen ansprechen, finden, ansprechen können. Und das geschieht dann in der Regel durch Vorträge, die wir halten. Und von daher, wer irgendetwas weiß, kann sich vielleicht hinterher dann kurz auch mit uns in Verbindung setzen. Wenn er vielleicht auch die Jüngeren mal was gehört hat, vielleicht vom Opa, von der Oma, wenn sich an irgendwas erinnern kann. Das wären dann solche Sachen, wo wir dann gerne aufnehmen und versuchen, da auch zu klären. Man hat ja schon mehrfach meinen Namen genannt, jetzt gibt es noch ein paar Details dazu. Geboren bin ich 1960 am 23.12., auch kein schöner Tag, aber ich habe mir den ausgesucht, einen Tag vor Heiligabend.
gibt dann immer nur ein großes Geschenk und keine zwei. Also von daher. Aber mittlerweile, man hat sich daran gewöhnt. Mit 58 Jahren ist das also mittlerweile schon so weit. Verheiratet mit Martina. Meine Frau ist heute zu Hause. Und zwar, meine Frau hat den 50. Geburtstag. Wir waren noch bis spät in die Nacht, haben wir noch gefeiert. Und ich musste sie heute alleine lassen, weil ich hierher bin. Sie ist also mit unserer Tochter zusammen dabei, gerade die Sauerei aufzuräumen, die wir alle hinterlassen haben. Von daher, wie gesagt, ich soll sie ganz lieb grüßen von ihr. Und vielleicht, wenn es ein nächstes Mal gibt, wird sie dann mit dabei sein. So, Sie sehen schon vier Kinder, zwei Jungs, zwei Mädels, die wir haben. Gott sei Dank alle so weit aus dem Haus. Die Jüngste ist 18 Jahre alt. Und von daher kann sich Papa natürlich dann jetzt etwas mehr dann auch auf das Hobby bzw. die ehrenamtliche Tätigkeit konzentrieren. Unseren Wohnsitz haben wir in Heltersberg in der Südwestpfalz. Viele kennen diesen Ort nicht, kennt Herr Degrange? Ja. Aber mittlerweile ja. Das ist ein kleiner Ort zwischen Kaiserslautern und Pirmasens, liegt also in der Nähe von Johanneskreuz, kennt man vielleicht auch, mitten im Wald. Sehr schön gelegen und vor allen Dingen sehr zentral gelegen, man kommt also überall sehr schnell hin. Sie sehen einige Bilder auch von Ereignissen, unter anderem der frühere französische Generalkonsul Herr Giraud an der Goldenen Brem. Da bin ich also auch jedes Jahr eingeladen, wenn es darum geht, die Gedenkveranstaltung für die Franzosen, die dort oben in diesem ehemaligen KZ dann auch umgekommen sind. Im Hintergrund sehen Sie dieses Becken, das war also früher mit Wasser gefüllt. Dort hat man die Kriegsgefangenen reingetan, bis sie völlig entkräftet ertrunken sind. Und deswegen dann auch der Stacheldraht und auch die schrägen Wände. Und das sind also Hunderte oder Tausende davon umgekommen, auch französische Kriegsgefangene. Und da wird also jedes Jahr einmal auch ein Gedenktag durchgeführt. Auch hier sind wir mittlerweile regelmäßig Gäste. War auch vor kurzem bei der Nachfolgerin von ihm. Und habe dann also hier auch deutsch-französische Projekte, die wir also hier auch vorhaben, mit ihr gesprochen. Ganz unten sehen Sie, ist Annegret. Die ist jetzt nicht mehr hier im Saal, das wissen Sie alle, sie ist jetzt etwas weiter gewandert nach Berlin. Auch sie hat uns also auch regelmäßig unterstützt, sie war also auch sehr interessiert dran und ich habe sie immer wieder auf dem Laufenden gehalten über Projekte, die gerade im Saarland stattgefunden haben. Ganz rechts unten, das war noch so ein hochdekorierter alter Veteran aus München, der ist also auch extra mal zu einer Beerdigung gekommen. Das ist jetzt alles so etwas um meine Person herum. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt man dazu im Jahr 1989, was ja jetzt auch schon 30 Jahre und etwas mehr her ist, diese Arbeitsgruppe Vermisstenforschung zu gründen. Hat mehrere Gründe, und zwar einmal 1988 Flugzeugkatastrophe in Ramstein. Der 28. August 1988. Mehr als 300.000 Zuschauer sind ins pfälzische Ramstein gekommen, um sich die internationale Flugschau des US-amerikanischen Luftwaffenstützpunktes anzuschauen. Volksfeststimmung. Um 16 Uhr startet die italienische Kunststaffel Frecce Tricolori, der Höhepunkt der Veranstaltung. Plötzlich kollidieren die Düsenjets. Damals durchs Fernsehen auch gingen. Waren welche von uns dabei? Waren auch dabei. Also ich war normalerweise auch immer dabei gewesen, aber an diesem Tag hatten wir Besuch bekommen. Wir waren nicht dabei, aber wie es der Teufel will, einige von unseren Bekannten von der Familie sind bei diesem Unglück ums Leben gekommen. Die wurden also zerrissen durch die Explosion. Die waren verbrannt bis zur Unkenntlichkeit und es war sehr schwer, das zu identifizieren. Ich habe dann später auch mit dem Chefermittler gesprochen, der also diese Flugzeugkatastrophe hier untersucht hat. Und er sagte, wir haben also diese sterblichen Überreste und auch die Toten in die Schulturnhalle gebracht auf der Airbase. Und er sagte, wir haben also bis zu den Knien im Blut gestanden dieser Personen. Und das war also ganz, ganz schrecklich. Auch wenn man die Bilder heutzutage noch sieht oder man hört vielleicht schon mal diese alten Dokumentationen. Das war also ganz, ganz schlimm. Und für viele Familien, die haben natürlich dann auch wochenlang gebannt oder tagelang nach ihren Angehörigen gesucht, die vielleicht im Krankenhaus waren oder sie waren unter den Toten, bis endlich Gewissheit war. Und dieses Ereignis, das verfolgt einem eigentlich heute noch und wird auch jedes Jahr praktisch erinnert an diesen Tag. Und auf dem Flugplatz Ramstein ist also auch ein Gedenkstein mittlerweile errichtet worden außerhalb von der Airbase. Und das, wie gesagt, ist ein Grund, warum ich dann auch mir gesagt habe, okay, den Menschen, die noch jemanden suchen, denen muss geholfen werden. Und deswegen haben wir gesagt,
gründen wir die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung. Ein weiterer Grund, zwei Brüder meines noch lebenden Vaters, er ist der einzige von 14 Geschwistern, der noch lebt, er ist 82 Jahre alt. Und er vermisst also auch zwei seiner Brüder in Russland, beziehungsweise mittlerweile nur noch einen. Und zwar letztes Jahr zu seinem Geburtstag konnte ich ihm sagen, wo sein einer Bruder jetzt beerdigt wurde, beziehungsweise wo man ihn gefunden hat und wo er jetzt seine letzte Grabstätte erhalten hat. Und für ihn war es also sehr, sehr wichtig und er ist mir um den Hals gefallen, er hat geweint und er hat sich riesig bedankt dafür. Und ich denke mal, das ist dann immer so eine Motivation, die uns antreibt, weiterzumachen. Wie das Ganze jetzt dann sich weiterentwickelt hat, sieht man also, wenn man sich unsere Arbeit ein wenig anschaut. Bei den meisten dieser Abstürze bzw. Schicksale, die wir aufklären können, sind wir natürlich bemüht, auch hier sichtbare Zeichen praktisch zu hinterlassen in Form von Mahnmalen oder auch kleinen Gedenksteinen, Gedenkkreuzen. Rechts oben für einen deutschen Piloten. Das war auch so eine Geschichte, da ist ein Mann mit seinem Hund im Wald spazieren gegangen, der Hund ist im Gebüsch verschwunden, kam und hatte plötzlich einen Unterschenkelknochen im Maul und dann haben wir festgestellt, der gehörte zu diesem Klaus Meiner, zu dem Piloten. Wir haben dann an der Stelle gesucht, noch mehrere Teile auch gefunden von ihm, die dann also würdig auch beigesetzt wurden. Er hat dann ein Holzkreuz bekommen, in der Mitte unten in Thüringen ein Gedenkstein für einen amerikanischen Bomberabsturz. Und hier haben wir es uns eigentlich zum Ziel gesetzt, dass wir nicht nur den Flugzeugbesatzungen gedenken, auch nicht den Amerikanern, den Engländern und auch den Deutschen, sondern wir gedenken alle Kriegstoter, die ihr Leben lassen mussten im Zweiten Weltkrieg, das war eine sehr schlimme Zeit. Wir möchten damit natürlich auch mit einbeziehen, die Angehörigen des jüdischen Glaubens, die also auch in den Konzentrationslagern ihr Leben verloren haben. Auch, wie gesagt, Zivilbevölkerung, Frauen, Kinder, auch ältere Menschen, die zu Hause waren, durch Angriffe der Amerikaner, der Engländer auch ihr Leben zu Hause verloren haben, nicht an der Front irgendwo im Ausland. Und vor allen Dingen, last but not least, möchten wir auch gedenken unserer Bundeswehrsoldaten, die also immer noch für die Bundesrepublik im Einsatz sind auf der ganzen Welt und auch hier ihr Leben lassen. Und auch diese Jungs, die also auch Familien haben, die teilweise auch verheiratet sind, vielleicht Kinder haben und auch denen möchten gedenken, weil ich denke, das gehört eigentlich auch mit dazu. Geht weiter noch mit einer kleinen Palette hier auch mit weiteren Gedenksteinen, die wir oder Kreuzen, die wir gesetzt haben. Links unten der Bruder eines toten Piloten in der Nähe von Kusel abgestürzt. Da haben wir ein Kreuz in den praktisch im Wald, an der Abschlussstelle platziert. Wir haben ihn eingeladen, er kam, er hat sich mächtig bedankt und wenige Wochen später habe ich die Nachricht bekommen, er ist verstorben. Verstorben, aber in der Gewissheit, er weiß, wo sein Bruder umgekommen ist, dass sein Schicksal aufgeklärt wurde und er konnte praktisch seinen Frieden finden. Und das passiert uns eigentlich mit Personen dieser älteren Generation sehr oft, wo man sagen kann, wir haben Gewissheit gebracht dieser Familie, er kann in Frieden sterben, er kann abschließen, er weiß, wo der vermisste Familienangehörige seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Das war ein Besuch einer amerikanischen Familie, die also auch praktisch nach Deutschland gekommen sind, um zu erfahren, wo der Angehörige abgestürzt ist. In der Regel ist es so, dass wir an diesen Abstürzstellen natürlich auch noch Hinterlassenschaften, Fragmente der Flugzeuge finden, die wir dann natürlich auch sehr gerne weitergeben an die Angehörigen als Erinnerung, die wir dann mit nach Hause nehmen. Hier unten links sehen Sie zum Beispiel noch ein paar Flugzeugteile und dieser Rahmen mit den Teilen, der hat also jetzt eine Stelle gefunden bei der Familie im Wohnzimmer, praktisch neben dem Bild des Familienangehörigen. Und ich denke mal, da haben wir auch diese amerikanische Familie glücklich gemacht. Weiter geht es dann hier in Edenkoben. Da ging es also darum, dass 14 Amerikaner durch den Zusammenschluss von zwei Flugzeugen in der Luft abgestürzt sind. Sie kamen ums Leben. Wir haben hier einige Familienangehörige dann auch eingeladen. Die kamen also extra von Amerika. Es gab einen Findling, den die Gemeinde gestiftet hat, die Plakette. Die hat $5.000 gekostet, die ist aus Messing gegossen, die Familienangehörigen in Amerika haben zusammengelegt und haben diese Plakette praktisch rübergeschickt und wurde eingeweiht. Und dieses Jahr im Oktober kommen sie wieder mit noch mehr Familienangehörigen, weil dann jährt sich das Ganze zum 75. Mal, also der Abschluss war 1944 gewesen.
Habe ich vorhin schon angesprochen, die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung konzentriert sich natürlich nicht nur auf die Suchbergung von vermissten Piloten oder auch Angehörigen des Militärs, sondern bin dann also auch tätig, wie gesagt, Schulunterricht, wo ich also an weiterführenden Schulen unterrichte oder auch Jugendseminare im Rahmen von Kooperation mit Kreisverwaltungen und auch Projekte durchführe mit Kindern, praktisch Geschichte zum Anfassen, wo die Kinder praktisch aus der Geschichte lernen. Die können, dürfen also dann in Wäldern und Feldern und so weiter selbst auch suchen. Und man bringt sie in Kontakt eins zu eins mit der Geschichte. Und die Kinder lernen natürlich sehr, sehr viel daraus. Und vor allen Dingen auch, dass der Krieg nichts Schönes ist, sondern etwas Schreckliches, dass der nach Möglichkeit verhindert werden sollte. Diese ganzen Projekte, die habe ich also auch zu Buch gebracht bzw. niedergeschrieben. Weil ich habe ein ganz kleines Problem, und zwar, seit mit 58 nicht mehr der Allerjüngste, habe drei Schlaganfälle hinter mir, war also auch längere Zeit gelähmt gewesen, halbseitig, und nur durch eisernen Willen auch und viel eigenes Dazutun bin ich wieder so, wie ich heute bin. Und das soll so bleiben. Ich versuche mich also auch fit zu halten, auch vom Kopf her. Wenn es mal nicht mehr geht, wie gesagt, diese Projekte werden dann niedergeschrieben in Dokumentationen. Ich habe also einige hier mitgebracht. Diese Dokumentation, die bieten wir dann auch an für die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung, um praktisch unsere Projekte zu finanzieren. Und mittlerweile haben wir schon so einen richtigen Fanclub, gell Uwe? Ja. Der also praktisch nur darauf wartet, wann kommt die neue Dokumentation raus, und dann kommt die Bibliothek, kommt da rein. Und ich denke mal, damit hilft ihr uns natürlich auch sehr. Vielen Dank dafür. Weiter geht es dann natürlich auch ein Thema, betitelt tausendfacher Tod. Bei jedem dieser Flugzeugabstürze sind also nicht nur Flugzeugteile dabei, sondern sterbliche Reste, aber auch diese gefährlichen Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkrieges, seien jetzt Bomben, Granaten, Munition, die natürlich im Lauf der Jahre, Jahrzehnte immer gefährlicher wird. Die müssen also aus der Erde raus, zum Beispiel in dem, ganz rechts in der Mitte diese Granaten. Das war in Bad Orb gewesen, als ich da in Reha war von meinen Schlaganfällen. Da haben also Schüler, die haben eine Wanderung gemacht im Wald, haben diese Granaten gefunden, haben die dann mit nach Hause genommen, haben die ins, in die Schublade gelegt, und das war in so einem Schullandheim, und dann kam durch Zufall, kam da die Putzfrau, hat da ein bisschen sauber gemacht, macht die Schublade auf und findet diese Dinge. Sie können sich nicht vorstellen, was da los war. Wurde erstmal alles evakuiert, und dann kam der Kampf mit Räumdienst und hat das Ganze dann eben entsorgt. Und die Jungs bekamen dann eben eine Standpauke, eine Aufklärung, wie gefährlich das heutzutage ist. Und deswegen auch praktisch die Information von uns eben an Schüler, Jugendliche, die sich natürlich sehr dafür interessieren, die auch einen gewissen Reiz ausüben in solche alten Sachen. Aber hier, wenn man sowas findet oder man denkt, es könnte irgendwas Gefährliches sein, Finger weg, Polizei rufen, und dann kann man natürlich solche Gefahren im Moment auch umgehen. Ganz da in der Mitte sehen Sie also das SP, das ist also die amerikanische Militärpolizei, das ist eine Bombe, die gefunden wurde. Direkt oben drüber ist die Einflugschneise zum Flugplatz in Ramstein, da mussten mal kurz dann die Flugzeuge angehalten werden, die durften dann nicht weiterfahren, bis die Bombe entschärft war. Und solche Funde gibt es natürlich auch im Saarland. Ne? Wir hatten gerade vor kurzem wieder einen Fund gehabt in Eppelborn, in Dirmingen, glaube ich, war das, ne? Wo also direkt bei dir auch. Ja, als wir auch geschafft haben in Karlsruhe, ja, haben wir auch Granaten gefunden. Auch gefunden, ne? Das sind also diese Hinterlassenschaften. Und früher war es natürlich so, wie hat man sie entsorgt? Man konnte sie dann sprengen oder sonst irgendwas, überall wo Löcher waren, ob es Bombentrichter waren oder sonst irgendwas, oder auch Gewässer, rein mit, und das war es dann. Und heutzutage werden die natürlich gefunden, gerade bei Ausschaffungsarbeiten oder so. Von daher, wie gesagt, wenn sowas ist, bitte sofort die Polizei rufen. So. Jetzt wird es aber interessant, oder doch interessanter, denke ich mal. Ich möchte Ihnen einige Projekte vorstellen. Zuerst einmal, wie mit Herrn de Korsch ja gerade eben schon angesprochen, wir sind mittlerweile bundesweit tätig, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Wir haben mehr als 140 Flugzeugbergungen durchgeführt in ganz Deutschland, auch im angrenzenden französischen Raum, und konnten die Schicksale von über 50 vermissten Flugzeugführern aufklären. Wir begrüßen noch einen Besucher. Hallo, herzlich willkommen. So, ich möchte Ihnen, wie gesagt, noch einige Projekte vorstellen, bevor wir dann an den interessanten Teil am Saarland kommen. Erstmal bundesweit. Das erste Projekt ist in Rögewitz in Thüringen.
Hier fand also die Erbergung statt eines deutschen Oberfeldwebels für Georg Fröhlich, der, kann man sagen, auch fast 70 Jahre lang in der Erde drin gesteckt hat, in seinem Flugzeug. Zustande kam diese Bergung natürlich auch, wie vorhin schon angesprochen, durch einen Zeitzeugen, in diesem Fall einen Bauern, der immer wieder beim Umflügen seines Ackers auf Blechteile gestoßen ist. Und dann hat er ältere Leute gefragt, weil er selbst wusste nichts davon. Er hat nur das Stück damals gekauft, bewirtschaftet. Und man hat ihm gesagt, da steckt also noch ein Flugzeug in der Erde drin, der Pilot steckt auch noch drin. So, wir haben dann gesagt, okay, das wäre jetzt so etwas für die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung. Wir schauen einfach mal nach, ob wir das Schicksal aufklären können, diesen Mann bergen können. Wir haben Recherchen angestellt, weltweit auch in Archiven. Haben festgestellt, hoppla, in diesem Gebiet wird also noch ein deutscher Oberfeldwebel vermisst. Wir hatten auch einen Namen, es war mehr oder weniger so ein Zufallstreffer auch. Und im Vorfeld zu unserer Bergungsvorbereitung haben wir dann auch ausfindig gemacht die noch lebende Witwe des Piloten und auch die Tochter. Die war damals ein Jahr alt, als ihr Papa abgeschossen wurde. Sie kannte ihn praktisch hinterher nur aus Erzählungen von Bildern her, von der Mutter. Und die Mutter hat später nach dem Krieg nochmal geheiratet, einen Kriegsblinden, der also an der Front erblindet war. Und sie war dann auch bei der Bergung mit dabei. Es war eine sehr, sehr emotionale Geschichte auch. Es waren natürlich auch viele Schaulustige kamen, also mehr wie 200 bis 300 Leute kamen dann, weil das direkt an einer Hauptverkehrsstraße auch lag. Sie sehen oben, wo der gelbe Kreis ist, in der Mitte das Bild. Und wir mussten sogar die Polizei dazu holen, die dann also diese Straße abgesperrt hat. Aber das hatte überhaupt gar keine Wirkung, weil nämlich die Polizisten waren die Ersten, die am Loch gestanden haben. Die wollten nämlich wissen, was da rauskommt. Die waren also auch noch interessierter als manch andere auch. So, wir haben dann in einer Tiefe von 5 Metern das Flugzeugwrack gefunden und der Oberfeldwebel Georg Fröhlich saß also noch im Cockpit seiner Maschine. Wir haben ihn dann geborgen. Sie sehen hier links unten geht es also in die Tiefe rein. In der Mitte haben wir also einige sterbliche Überreste von ihm gefunden, also Uniformteile auch in diesen Tiefen ohne Sauerstoff. Es ist also nicht nur, dass wir Knochen finden, sondern wir finden auch Fleisch, wir finden Gehirn, auch Innereien und so weiter. Das ist alles noch vorhanden, aber sehr gefährlich, weil wenn man in Kontakt kommt mit sterblichen Überresten, das kann in jeder Bestattungsunternehmen auch sagen, muss Vorsicht geboten sein, weil wenn man sich damit vergiftet und dann lebt man selbst nicht sehr lange. Also von daher arbeiten wir also auch mit hohen Sicherheitsvorkehrungen, mit Handschuhen und so weiter. Also das ist ein ganz, ganz delikat. So, und wie gesagt, während dieser Bergung haben wir dann von der Witwe von dem Oberfeldwebel Georg Fröhlich auch ein Hochzeitsfoto bekommen. Das sehen Sie links oben. Und auch solche Hochzeitsfotos, vielleicht kennen Sie das auch von zu Hause, dass vielleicht der eine oder andere auch noch solche Bilder zu Hause hat. Wenn Sie sich die einmal anschauen, werden Sie etwas feststellen. Und zwar, diese Bilder nehme ich auch gerne, wenn ich Schulunterricht halte mit den Kindern oder den Jugendlichen und frage sie dann, was fällt euch an diesem Bild auf? Das möchte ich Sie heute nicht fragen, ich löse es gleich. Aber die Mädels sagen, oh, eine hübsche, tolle Frau, die hat ein tolles Kleid an, die hat also einen wunderschönen Blumenstrauß. Und die Jungs sagen, ey, was ein fescher Kerl, hoch ausgezeichnet, dekoriert, der hat jede Menge Medaillen umhängen und Auszeichnungen. Da sage ich, ihr habt zwar beide recht, Jungs und Mädels, aber es ist etwas ganz anderes, was mich interessiert, was ich euch praktisch vermitteln möchte, und zwar schaut euch die Gesichter an. Ja? Und wenn Sie heute solche Hochzeitsfotos sehen von damals, werden Sie feststellen, die sehen fast alle so aus. Ja? Sie sehen also hier Hoffnungslosigkeit, ja, in dem Gesicht, Sie sehen also keine Freude. Normalerweise Hochzeit ist ja der schönste Tag des Lebens eigentlich, dann kommt die Geburt der Kinder auch. Oder sonstige freudige Ereignisse, aber in diesen Zeiten war es natürlich so, dass die Braut gewusst hat, aha, es könnte das letzte Mal gewesen sein, wo er da war. Ich sehe ihn nie wieder, deswegen dieser Gesichtsausdruck, bei diesem Bild war sie eigentlich schon schwanger von ihm gewesen. Und er auch, man sieht also die Hoffnungslosigkeit, er freut sich eigentlich gar nicht, er kann sich gar nicht freuen, weil er weiß, nach dieser Hochzeit muss ich wieder in den praktisch in den Kampf ziehen und werde womöglich gar nicht mehr wiederkommen. Genauso war es nämlich gewesen an diesem 21. November 1944. Es war ein regnerischer, stürmischer Tag über Thüringen. Man hat nicht erwartet, dass die Amerikaner einfliegen nach Mitteldeutschland mit ihren Bomberverbänden. Sie haben es trotzdem getan. Und als man das von deutscher Seite aus bemerkte, war es schon zu spät gewesen. Die waren also schon praktisch in der Luft, waren schon über Thüringen.
Und man hat alle deutschen Piloten praktisch mehr oder weniger alarmiert und hat gesagt, hier, ihr in eure Flugzeuge rein, geht in die Luft und versucht eben diesen Bomberverband abzuwehren. Das hat natürlich auch Oberfeldwebel Georg Friedrich getan, aber er hatte etwas Entscheidendes vergessen. Er war Fluglehrer auf dem Flugplatz in Jena gewesen und er hat ein Flugzeug gehabt, eine Trainingsmaschine, die keine Bewaffnung hatte. Ja, weil als Training wird also mit Waffen bestimmte Maschinen geführt. Als er das realisiert hatte, war es zu spät. Er war schon in der Luft. Und ruckzuck hatte er zwei Amerikaner im Nacken gehabt, die haben ihn dann verfolgt und die brauchten eigentlich gar nicht zu schießen. Die brauchten ihn nur so lange zu jagen, bis der Treibstoff alle war. Ja, und das haben die auch getan. Ja, warum sollten die ihr eigenes Leben noch aufs Spiel setzen durch einen Luftkampf oder so? Und als dann der Sprit zu Ende ging, ist dann Feldwebel Georg Fröhlich nichts anderes übrig geblieben, als seine Maschine praktisch in die Erde sausen zu lassen. Abspringen konnte er nicht, weil er hatte auch keinen Fallschirm dabei. Ja, von daher also eine ganz, ganz tragische Geschichte und von diesen Geschichten haben wir also sehr viele und als wir ihn geborgen haben, die sterblichen Überreste, Sie sehen, das passt also alles in so einen kleinen Sarg rein, was von einem Menschen übrig bleibt, der also in einer Tiefe bis zu 5 Metern dann drinsteckt und als wir ihn geborgen haben, ich bin da drunter, habe in seiner Uniform, habe ich dann seine Erkennungsmarke gefunden, habe die sauber gemacht, habe sie nach oben gebracht und habe sie der Tochter überreicht, die damals 1 Jahr alt war, als der Vater weg war. Und sie ist mir um den Hals gefallen, sie hat geweint. Und das war für uns natürlich eine sehr, sehr emotionale Geschichte auch. Ich habe das mit meiner Frau besprochen und wir haben gesagt, okay, sollten wir nochmal Nachwuchs bekommen, werden wir diesen Nachwuchs zu seinen Ehren benennen. Jetzt haben wir ein Mädchen gekriegt, können wir natürlich nicht Georg nennen, also haben wir eine Georgina bekommen. Da haben wir noch eine Ina hinten dran gesetzt. Ja, und Georgina ist heute 18 Jahre alt und ganz stolz auf diesen Vornamen. Wenn sie diesen Namen dann jemand sagt und dann sagen wir natürlich, oh, toller Name, wo hast du denn her? So aus, entweder aus England oder aus Italien vielleicht oder so, weil der eben so klingt. Georgina, aber sie erzählt dann diese Geschichte von dem Oberfeldwebel Georg Fröhlich und dann ist natürlich die Überraschung sehr groß. Das nächste Projekt, was wir haben, am 4. April 1945 bei Schaar-Lippe, das ist eine deutsche Messerschmitt W-262, auch genannt Schwalbe. Das war also mit einer der ersten einsatzfähigen Düsenjäger des Zweiten Weltkrieges. Der Major Heinrich Erle ist vielleicht dem einen oder anderen Geschichtsinteressierten bekannt. Ihm wurde von Hitler damals die Versenkung des deutschen Schlachtschiffes Tirpitz angelastet, weil er war praktisch dort oben in Norwegen stationiert und die Briten hatten ja damals die Tirpitz bombardiert, haben aber vorher durch ihren Geheimdienst praktisch Falschmeldungen gestreut und auch der Major Heinrich Erle, der wurde davon betroffen. Er hat also die Nachricht zu spät bekommen, dass hier Bomberverbände auf die Tirpitz angesetzt waren. Als er das realisiert hatte, ist er zwar noch mit seinen Kameraden dorthin geflogen, er hat aber nur noch die Tirpitz gefunden, Kiel oben, die war also schon versenkt, es gab also mehrere hundert Tote und Adolf Hitler persönlich hat ihn dafür degradiert, er hat ihn auch ins Gefängnis gesteckt und der Chef von Heinrich Erle, das war damals der Adolf Galland, der General der Jagdflieger, und er ist zu Hitler gegangen persönlich und hat gesagt, wie kannst du diesen erfahrenen, hochdekorierten Mann, wie kannst du den ins Gefängnis setzen, wo wir praktisch an allen Fronten kämpfen? Und Hitler hat sich dann praktisch herabgelassen und hat gesagt, okay, ich werde ihn rehabilitieren, aber nur auf Bewährung und wenn der Krieg vorbei ist und dann kommt er wieder ins Gefängnis und sitzt seine Strafe ab dafür. Dazu kam es nicht mehr, weil an dem 4. April 1945 gab es einen sehr großen Luftkampf auch über dem Gebiet von Schaar-Lippe, Stendal. Das ist also etwas südwestlich von Berlin auch. Und in diesem Gefecht hat also Major Erle diese Messerschmitt geflogen. Er hat also 3 Flugzeuge, 3 Amerikaner abgeschossen. Dann hatte er keine Munition mehr, angeblich. Und er hat dann noch zu seinen Vorgesetzten gesagt, zu dem Weißenberger, ich habe keine Munition mehr, die nächste Maschine werde ich rammen, wir sehen uns wieder in Valhalla. Und er ist dann praktisch in diese amerikanische Maschine reingerast, hat sie zum Absturz gebracht, er selbst ist auch abgestürzt bei Schaar-Lippe in ein Waldgebiet. Warum ich Ihnen das Ganze jetzt hier so etwas ausführlicher erzähle, sehen Sie also gleich beim nächsten Bild.
Vor einigen Jahren hat sich ein Angehöriger aus Würzburg von Mayo Erler mit mir in Verbindung gesetzt und hat gesagt, hier, an diese Geschichte glaube ich nicht. Okay, dann werden wir mal schauen, ob wir diese Geschichte überprüfen können. Wir sind nach Charlotte gefahren, an die mutmaßliche Absturzstelle in diesem Wald und haben tatsächlich große Löcher gefunden. Das heißt also, hier waren bereits Schatzsucher unterwegs, Raubgräber, die also auch Teile des Flugzeuges geborgen haben. Wir haben noch sterbliche Überreste von Major Erler gefunden. Die Bergung der Überreste von ihm, der steckt also praktisch noch etwas tiefer drin mit seiner Maschine. Die haben wir jetzt praktisch mehr oder weniger auf den Weg gebracht und wollen also zusammen mit dem Angehörigen auch, dass er eine würdige Bestattung bekommt auf dem Friedhof. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch 3 cm Granaten gefunden, was wiederum darauf hindeutet, dass die Version, die die ganze Zeit hier verbreitet wurde, nicht stimmt. Er hat also nach wie vor Munition gehabt. Warum er sich geopfert hat, wir wissen es nicht. Vielleicht hängt es mit dieser Tirpitz-Geschichte zusammen. Auf jeden Fall lebt noch ein Bruder von ihm. Wir haben den Steuerknüppel gefunden, oben in der Mitte. Den haben wir auch auf ein kleines Brett getan. Und zu seinem 95. Geburtstag hat der Bruder von dem Major Heinrich Erler diesen Steuerknüppel bekommen als Erinnerung. Und Sie können sich also nicht vorstellen, seine Reaktion. Das war also unglaublich. Und einige Teile dieses Flugzeuges von Major Heinrich Erler habe ich heute auch mitgebracht. Die liegen hier. Können Sie sich gleich nachher mal anschauen. Es sind also Teile der Turbine von diesem Düsenjäger auch und auch einige Steckerkabel vom Funkgerät, praktisch was wir alles so im Umkreis gefunden haben. Aber der Großteil der Maschine, wie gesagt, steckt noch dort in der Erde, beziehungsweise wir wissen nicht, was diese Raubgräber gefunden haben, nur die haben eine riesengroße Sauerei hinterlassen. Sie sehen, wie wenn eine Rolle Wildschweine dadurch wäre. Was das Schlimme natürlich ist, dass sie die sterblichen Überreste überall liegen lassen haben. Und sowas gehört sich dann eigentlich wirklich nicht. Wenn, dann melde ich so einen Fund, damit dann auch die Überreste beerdigt werden. Aber Sie sehen, da geht es eigentlich nur um das Geld, dass man wahrscheinlich mit diesen Teilen Geld machen will. Und das verurteilen wir natürlich auch das Allerschärfste. Die nächste Bergung, die ich gemacht habe, Projekt in Fröschenborn in Thüringen, da war also auch der Peter Henn mit dabei gewesen. Da haben wir also auch sterbliche Überreste gefunden von einem unbekannten deutschen Flugzeugführer. Sein Koppelschloss haben wir noch gefunden, einige Knochenfragmente durch den Absturz total eben auch kaputt. Kann ich noch weitergehen? Hier haben wir auch einige Blechteile gefunden mit Nummern drauf. Und diese Nummern oder auch Zahlen, die wir dann finden, die helfen uns natürlich auch sehr viel weiter bei der Identifizierung eines Flugzeuges und letztendlich dann auch, dass wir den Namen des Piloten ausfindig machen. Und hier stehen uns natürlich auch die ganzen Archive weltweit zur Verfügung, sei es mit Absturzlisten, sei es aber auch mit Teillisten von Flugzeugen, wo wir also praktisch von jedem Flugzeug dann auch die einzelnen Teile zuordnen können. Gerade als ich heute Morgen hier die Tür reinkam, habe ich eine E-Mail bekommen von einer Frau aus Kell am See. Die war also gestern spazieren gewesen und hat einige Flugzeugteile gefunden. Und sie hat mir ein Bild geschickt und ich habe ihr sofort gesagt, das ist eine amerikanische Maschine, die Teile, die du gefunden hast, gehören da und da in der Maschine hin und wir werden uns demnächst treffen. Dann zeigt sie mir, wo die Absturzstelle war und da werden wir mal gucken, ob das eine Maschine ist, die wir schon in unserer Datenbank auch drin haben. Die ist mittlerweile 43.000 Abschüsse stark, ganz Deutschland, aber es kommen täglich immer mehr dazu. Also wir rechnen hier, dass mehr zwischen 100 und 150.000 Flugzeuge während des Zweiten Weltkrieges alleine über Deutschland abgestürzt sind. Wie viel? 150.000. Eine unvorstellbare Zahl, wenn man sich überlegt, ja, wenn man sich überlegt, es waren Deutsche, Amerikaner, Franzosen, Engländer, alles mit dabei. Es ist schon eine Hausnummer, so kann man sich nicht vorstellen. Ja. Bitte? Und so geht es. Die waren auch dabei, richtig, genau. Gerade im ostwestlichen Teil Deutschlands, die dann also praktisch auch in Verfügung sind, richtig, ganz genau, ich weiß nicht. Ja, also von daher ist es eine unvorstellbare Zahl. Und was mich eigentlich wundert, im Vergleich zur Größe des Saarlandes, gibt es hier überdurchschnittliche viele Flugzeugabstürze und vor allen Dingen auch viele ungeklärte Schicksale. Ja, wir haben also hier überproportional viele Vermisste, sei es Amerikaner oder auch Deutschpiloten. Ich komme da später auch nochmal kurz darauf zurück. Hat natürlich auch einen Grund, weil das Saarland war mit eines so dieser Hauptüberflugsgebiete für die Amerikaner, für die Engländer, die Bomberverbände, als die nach Deutschland flogen und auch wieder zurück.
Ja, weil Frankreich war in der Nähe gewesen und das wäre dann die Rettung gewesen, aber bevor sie Frankreich erreicht haben, wurden sie dann abgeschossen und sind dann praktisch auch im Saarland runtergekommen. Und von daher, wie gesagt, auch hier im Band war jede Menge los gewesen. Püttlingen zum Beispiel habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Abstürze. Ich habe auch die Datenbank mit dabei. Der eine oder andere, der sich vielleicht interessiert und mir vielleicht einen Namen nennt von einer Stadt, von einem Ort, vielleicht können wir da später einmal nachschauen, individuell, ob da vielleicht dann auch ein Flugzeugabsturz war und was wir darüber gespeichert haben. Gefunden, wie gesagt, haben wir Fragmente der Nummer, der Werknummer des Flugzeuges. Wir sind also gerade dabei, dieses Flugzeug auch zu identifizieren, den Piloten. Und mittlerweile ist er beerdigt als unbekannter Pilot auf einem Friedhof und er soll also auch seinen Namen bekommen. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das ist natürlich immer so eine Sache, die dann mehr oder weniger Detektivarbeit auch ist. So, da darf ich mal gerade eine Bemerkung machen. Ja, bitteschön. Wir hatten bis vor kurzem einen Mann, der noch im Zweiten Weltkrieg war, Russland war und als junger Mann sich natürlich notgedrungen mit diesen Dingen sehr auseinandersetzte. Und ich habe selbst noch gesehen, meine Eltern, die haben einen Bunker da in den Berg selbst gegraben und ich war als Junge mit anderen Kindern davor, wir spielten in dem Sand, der da, und da kam ein Flugzeug von Mannheim hier rüber. Das ist dann angeschossen gewesen, hat es nicht mehr geschafft. Ich sah selbst noch, wie die Besatzung absprang und das Flugzeug ist über Differten weg, beim Linzler Hof abgestürzt. Hat sich also auch tief eingegraben, das wäre für mich schon mal eine Frage gewesen, wie tief kann denn Flugzeug da in die Erde? Das hängt wiederum von der Beschaffenheit des Erdreiches ab. Ja, natürlich. Da, aber weil das so tief liegt, jetzt mache ich nur noch eine Bemerkung. Und unser Junge Heinz Maul, der ist schnell nach Differten mit dem Fahrrad und was weiß ich, und hat geguckt, was da ist. Und da er Mechaniker war, Feinmechaniker, hat er Schlüssel dabei gehabt und hat sich einen Motor, der da hinten noch intakt war, abmontiert. Und hat ihn dann an seinen Hühnerstall, noch, der ist heute noch da, montiert. Und mit diesem Motor hat er dann automatisch immer die Klappe zum Hühnerstall geöffnet. In der Friedhof im Motorbau. Sag ich mal, eine seltsame Geschichte, wenn auch teilweise lustig bei der Traurigkeit der Sache. Aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Aber er hat eigentlich recht, ne? Wir kriegen das immer wieder dann auch, wo dann auch interessierte Besucher kommen, die haben dann eine Plastiktüte dabei, guck mal, was ich alles habe, hier steht auch ein Eimer, den haben wir heute Morgen auch hier, ich weiß nicht, wo er her ist, von dir. Ne? Das sind also auch Teile drin, die muss ich mir nachher mal angucken, die stammen also auch von einem Absturz, vielleicht können wir es zuordnen. Und vielleicht noch eine ganz lustige auch Anekdote. Vor Jahren hatten wir eine Ausstellung gehabt in der Nähe von Kusel, da kam dann auch ein älterer Mann, ein ehemaliger Bauer, der hatte eine Plastiktüte dabei und sagt, hier, ich habe das für euch hier, das habe ich gefunden bei mir auf dem Acker beim Umflügen. Da habe ich gesagt, oh, das ist aber schön, schaue ich mir mal an, was es für Flugzeugteile sind und so weiter und ich hole das Ding raus. Da war das noch eine Stabbrandbombe, Phosphor, die war noch scharf gewesen, so lang. Sechseckig, war also wirklich ganz, ganz toll. Hatte auch noch einen Sprengzünder mit dabei an der einen Seite. Und haben gesagt, können Sie hier in die Ausstellung reinlegen? Da passiert nichts. Ich bin da jahrzehntelang mit meinem Traktor drüber gefahren, da passiert nichts. Ich dachte, nee, komm, stellen wir mal sicher. Haben dann Polizei angerufen, den Kampfmittelräumdienst. Und die haben das Ding dann natürlich sofort entschärft und haben das mitgenommen. Aber Sie sehen, was dann noch alles so in Kellern und Speichern von einigen Menschen schlummert. Und Unwissenheit. Auch Unwissenheit mit, natürlich, klar. Ich bin damals als Kinder, über 70 Jahren, man hat die Teile mit nach Hause genommen, hat sie vielleicht irgendwo hingelegt, da liegen sie heute noch. Und wenn dann diese Personen nicht mehr liegen, Angehörigen finden das vielleicht und können dann nichts mit anfangen oder was. Und da ist schon manche gefährliches Relikt auch wieder zutage gefördert worden, sei es Stabbrandbomben, Handgranaten oder sonst irgendwas. Man hört es also immer wieder. Und wir hatten auch mal eine Geschichte gehabt in Edenkoben, da haben wir 6 Stabbrandbomben gefunden, die haben wir dann natürlich auch in eine Tüte reingetan und haben durch die Polizei gebracht. Und der Erste, der da stand, der Wachhabende, der hat sich das angeguckt. Auf einmal hat man gemerkt, Kuppler, er verliert so die Farbe im Gesicht, wird also ganz weiß im Gesicht, dann sagt er, Moment, ich bin nicht zuständig und weg war er. Und dann kam ein Kollege von ihm aus 10 Metern Entfernung, hat er dann gerufen, legen Sie
das Zeug bitte da vorne hin, ne, in diesen Bunker rein, und wir rufen dann den Kampfmittelräumdienst. Und ja, solche Geschichten gibt es natürlich auch immer wieder, und von daher machen wir einfach mal weiter. Eine Geschichte, die angefangen hatte, praktisch im Jahr 2010, auch ein Hinweis eines älteren Mannes aus der Nähe von Ludwigshafen, der als Junge beobachtet hat den Abschluss. Peter Menges aus Ludwigshafen ist auch ein engagierter Vermisstenforscher, und er ist Zeitzeuge. Ich gehe dem Geburtsjahrgang 1929 an, als werde ich 86 Jahre alt. Ich war damals als 14-Jähriger im Zweiten Weltkrieg als Zeitzeuge bei den schweren Luftangriffen auf Ludwigshafen im Jahre 1943 miterlebt. Lammersheim hat allein über 10 Partner hier. Eines britischen Bombenflugzeuges. Er war einen Tag später an der Absturzstelle, es war nichts mehr zu sehen. Die Erde war etwas aufgewühlt. Und er hat dann nachgefragt, ja, da ist ein Flugzeug abgestürzt in der Nacht vorher, die Teile wurden alle beseitigt und da ist nichts mehr und und. Das war also im Jahr 1943 gewesen. Und er sagte, das kann nicht sein, so schnell kann man die Überreste eines Flugzeuges nicht entsorgen. Und er hatte immer darauf bestanden und sagt, hier, nein, Flugzeug noch in der Erde drin. Er hat recherchiert, hat festgestellt, dass 5 Mann der Besatzung noch vermisst sind, dieses Flugzeuges. Und jeder hat ihn ausgelacht. Er hat gesagt, du spinnst, du alter Mann, du spinnst. Und dann hat er sich mit mir in Verbindung gesetzt. Wir haben dann die Stelle ausfindig gemacht. Wir haben ihn lokalisiert mittels einer Sonde, haben dann natürlich auch sehr große Eisenkonzentrationen im Erdreich festgestellt, haben dann eine Bergegenehmigung geholt von dem Grundstückseigentümer, haben gegraben. In einer Tiefe ab ungefähr 2 Metern kamen die ersten Flugzeugteile. Nach 3 Metern kam der Cockpitbereich. Und in diesem Cockpitbereich lagen die sterblichen Überreste von 5 Engländern, die man praktisch mehr oder weniger dort verscharrt hatte. Und ja, es ist Gras über die Sache gewachsen, beziehungsweise Hafer, jahrzehntelang, bis eben, wie gesagt, durch uns geborgen wurde. Offiziell haben die Engländer, das haben wir später herausgefunden, den Angehörigen gesagt, diese Maschine ist über der Nordsee vermisst, gibt also keine Möglichkeit mehr, diese Toten aufzufinden, zu bergen. Und so lautete dann auch die offizielle Mitteilung der Engländer. Die waren dann natürlich ein bisschen stinkig auf uns, als wir dann die Maschine entdeckt hatten hier in dem Acker. Und dann gab es natürlich auch ein paar Jahre Disput, bis es dann endlich zur Beerdigung dieser Toten kam. Das ging dann praktisch bis zur Queen hoch. Da musste ich mich beschweren, dass das Ganze dann auch getan wird. Aber ich war da so hartnäckig, das hat dann funktioniert. 2015, also wiederum 3 Jahre später, das sind die 7 Besatzungsmitglieder, die dann beerdigt wurden, unter sehr großer Anteilnahme von der Bevölkerung und auch vor allen Dingen auch von Angehörigen. Fast von jedem dieser Familienangehörigen war eine Familie da. Das Ganze fand in Dürnbach am Tegernsee statt, auf dem britischen Soldatenfriedhof. Das ist also hier, sieht man die sterblichen Überreste, die hat man in einem Sarg verbracht. Und auf dem Sarg, sehen Sie ganz rechts oben, hat man also für die verschiedenen Familien, hat man jeweils eine Flagge darauf getan. Und jede der Familien von diesen Vermissten hat dann nachher auch eine Flagge nach Hause bekommen. Ganz so wie es die Amerikaner auch machen bei ihren Toten, wenn die beerdigt werden, wird zusammengefaltet und dann kriegen also dann die Familienangehörigen praktisch auch diese Fahne. So, dann, wie gesagt, hier auch noch einmal und hier diese Besonderheit an diesen Bildern sind 2 Besonderheiten. Die eine sehen Sie links unten, ein Angehöriger der deutschen Reservisten. Das ist also mit eines der ganz wenigen Male, wo ein deutscher, ja, Offizier ist auch ein Reservist, hier salutiert vor einem Kriegstoten, einem alliierten Kriegstoten. Das kommt also ganz, ganz selten vor, weil in der Regel ist es so, wir Deutsche als Kriegsverlierer, man sieht uns natürlich im Ausland immer so ein bisschen ja, distanziert auch. Aber mit dieser Aktion konnten wir auch ein bisschen mit dazu beitragen, dass das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland, wir kümmern uns praktisch um die vermissten Alliierten, auch sich gewandelt hat. Und das ist also eine ganz tolle Sache. Vor allen Dingen auch die Männer, die hier oben den Sarg tragen, das ist die 2. Besonderheit an diesen Bildern. Und zwar, diese Männer wurden persönlich von Queen Elizabeth geschickt. Das ist die persönliche Ehrengarde von Queen Elizabeth gewesen.
die also gesagt hat, hier, das ist mir so wichtig, ich schicke meine Männer, die dann praktisch als Ehrenbezeugung die sterblichen Überreste ihrer Kameraden zu Grab getragen haben. Und von daher also wirklich eine ganz, ganz tolle Geste. Es kam dann auch ein Schreiben auch von der Sekretärin von Queen Elizabeth, die sich dann auch nochmal praktisch bedankt hat dafür, dass wir hier fünf vermisste Briten geborgen haben und die Familien. Ja, bitte. An dieser Stelle entsteht die Diskrepanz zwischen den eben sieben abgebildeten Personen und den fünf Grabsteinen. Ganz einfach. Ganz einfach. Und zwar zwei dieser Besatzungsmitglieder wurden direkt nach dem Absturz gefunden. Man konnte sie nicht identifizieren. Die waren als unbekannt beerdigt. Ah, die waren bereits geboren? Die waren als unbekannt. Ich habe ja von fünf Vermissten gesprochen da. Und man hat praktisch diese zwei Vermissten mit den fünf anderen Sachen jetzt praktisch in ein Grab reingetan. Man kann aufgrund des Vermischens dieser Überreste nicht mehr genau zuordnen. Man hat zwar DNA gemacht, konnte zwei, drei identifizieren namentlich, aber man sagte, sie sind zusammen geflogen, sie sind zusammen gestorben, also werden wir sie auch zusammen beerdigen. Und genauso ist es dann auch geschehen. Und wie gesagt, das sind dann eben die Gräber. Links unten sehen Sie auch nochmal Familienangehörige, die also dann extra auch aus Kanada gekommen sind, auch aus England. Und das war also, wie gesagt, eine Geschichte, die natürlich auch weltweit um den Kreis gegangen ist. Jetzt kommen wir ins Saarland. Und zwar Projekte aus dem Saarland habe ich Ihnen einiges mitgebracht, unter anderem, wie gesagt, auch die Geschichte von Herrn Kesternich, wo er mich angeschrieben hat. Die erste Geschichte war, spielt, ja, ich gehe so ein bisschen chronologisch vor, beginnt am 11. Februar 1944, Sachsen-Ensheim, in der Nähe des Flugplatzes. Der deutsche Oberleutnant König wollte dort eigentlich landen, in Saarbrücken-Ensheim auf dem Flugplatz, wurde kurz vorher abgeschossen, die Maschine gestürzt in den Acker rein. Auch hier wieder ein Bauer, der uns informiert hat, Teile gefunden und im Lauf der Bergung haben wir dann festgestellt, hoppla, hier liegt also praktisch nur das ausgebrannte Wrack der Maschine. Der Pilot konnte damals mit der rausspringen mit dem Fallschirm. Ist für uns natürlich immer so eine Sache, nach über 70 Jahren Zeitzeugenberichte richtig zu definieren, praktisch zuzuordnen. Weil Sie müssen sich vorstellen, es gibt immer verschiedene Sichtweisen von Zeitzeugen. Das ist wahrscheinlich auch so eine Geschichte, die hier in Völklingen stattgefunden hat. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Berg und Sie sehen ein Flugzeug stürzen. Es gibt zwei verschiedene Personen. Die eine Person steht auf dieser Seite vom Berg, die andere steht auf dieser Seite. Die Person schaut, sie sieht, das Flugzeug verschwindet hinter dem Berg. Kann also nicht mehr erkennen, ist der Pilot noch rausgekommen aus der Maschine oder nicht. Ja, wenn wir mit dieser Person sprechen, dann sagt er, meines Wissens kam der Pilot nicht aus der Maschine raus, müsste noch drin sitzen. Sprechen wir mit einer Person auf der anderen Seite, die sieht, wie es weitergeht mit dem Absturz und die kann dann sagen, Pilot ging raus mit dem Fallschirm oder nicht. Ja, also von daher ist es für uns immer ganz, ganz wichtig, dann eben verschiedene Varianten zu finden, beziehungsweise wo wir dann praktisch feststellen können, welche Variante ist am wahrscheinlichsten. Ja, und sowas, wie gesagt, hier auch. Zuerst hieß es, Zeitzeuge, er steckt noch drin und dann haben wir festgestellt, hoppla, der hat es geschafft. Gott sei Dank. So, die nächste, hier sehen Sie auch noch einmal diese Teile, die dann geborgen werden. Natürlich nicht ganz ungefährlich, weil dieses Aluminium, das da in der Erde drin ist, im Lauf der Jahrzehnte mit den Mineralien im Erdreich und auch mit der Feuchtigkeit zersetzt sich dieses Aluminium, ist also höchst krebserregend auch. Und wenn natürlich diese Überreste in einem Acker drin stecken, wo jahrzehntelang vielleicht Weizen angebaut wird oder auch Getreide oder Gemüse und so weiter, und die holen sich natürlich, die Pflanzen holen sich natürlich die Feuchtigkeit aus dem Erdreich raus, kann man sich vielleicht vorstellen, dass dann das Wort Biogemüse oder, ja, oder Biogetreide oder sonst irgendwas vielleicht eine ganz andere Bedeutung bekommt. Und das ist also wissenschaftlich auch festgestellt mittlerweile, dass eben diese Bestandteile des Aluminiums, wenn es sich zersetzt, wenn so ein weißes Pulver auch, das ist also höchst krebserregend, ist also auch schon unter diesem Aspekt, müssten diese Teile praktisch als Altlasten auch aus der Erde entsorgt werden. Also sind wir da auch noch ein bisschen auf diesem Gebiet mit tätig. Der nächste Absturz war am 12. Mai 1944 bei Ottweiler. Das war dann Peter bei euch fast vor der Haustür. Ne, auch hier der Feldwebel Heinz Karl, der ist dann im Lazarett gestorben. Auch hier gab es wieder widersprüchliche Angaben. Die Maschine ist in ein Bachbett reingestürzt, hat sich hier 4 Meter tief in die Erde reingebohrt. Und da mussten wir den Bach praktisch umleiten mit einem Bagger, dass wir überhaupt an die Maschine reingekommen sind. Bilder haben wir gleich hier. War etwas frisch gewesen an dem Tag, glaube minus 14 Grad, als wir da unterwegs waren. Mussten wir eigentlich auch tun, weil es eben feuchtes Erdreich war. Praktisch mehr oder weniger sumpfiges Gebiet durch diesen Bach. Und bei solchen Temperaturen, dann ist es natürlich auch etwas von Vorteil, weil das Erdreich gefriert.
ziemlich tief dann auch. Daher versinkt der Bagger nicht. Aber im Laufe der Bergung ist natürlich dann auch immer wieder Wasser nachgekommen von dem Bach. Und dann haben wir dann im Matsch gestanden. Das war nicht so schön. Und vor allen Dingen war das keine schöne Geschichte für die Reporterin von der Bild-Zeitung. Die kam nämlich und hatte Pumps an. Ja, schwarze, schöne Pumps kam die dann und hat die da rumgeschöckelt. Und da hat ein Fotograf noch dabei gehabt, der hat ein paar Bilder gemacht und sie hat dann ein Interview gemacht mit mir und wollte weggehen und irgendwann hat es putsch. Und dann hat sie ohne Schuhe da gestanden. Die Schuhe im Matsch, da waren die weg, die Pumps. Ne? So, und dann hat dann der Fotograf hat sie dann auf die Arme genommen und hat sie dann praktisch ins Auto getragen. Dann hat man ihr ein paar Gummistiefel geholt und dann ging das Ganze wieder. Aber das sind so diese Geschichten, wenn dann Reporter mit dabei sind, die sich also unter solchen Bergungen relativ wenig vorstellen können. Und ich meine, wir sind natürlich immer sehr dankbar, wenn Sie darüber berichten, ja, weil dadurch erhöht sich natürlich auch die Chance, dass sich weitere Zeitzeugen melden, die uns dann auch entsprechend weiterhelfen können bei unseren Nachforschungen. Und Sie sehen, es ist manchmal auch nicht ganz ungefährlich. Ich stehe da oben auf der Baggerschaufel, der bringt mich dann so 3-4 Meter in die Tiefe rein. Aber die Schaufel muss immer so als Rettungsanker mit dabei sein, weil ich hatte einmal eine Sache ohne diese Schaufel. Da ist also das Erdreich nachgebrochen, weil wenn so ein Flugzeug in die Erde reingeht und dann entsteht ein Trichter, und wenn der aufgefüllt ist, dann ist es kein gewachsenes Erdreich mehr, sondern das ist mehr oder weniger, es ist locker lose. Und wenn man dann natürlich mangelt, besteht halt die Gefahr, dass es nachbricht. Und da hätte ich einmal fast keine guten Karten gehabt. Aber wie gesagt, da kamen dann zwei Kollegen, die haben mir dann Seil zugeworfen, die haben mich dann rausgezogen. Also das ging dann noch, also da hatte ich Riesenglück. Und seitdem, wie gesagt, geht ohne Baggerschaufel eigentlich gar nichts mehr. So, das. Da oben links, was war das? Was? Hier oben links, was ist das? Oben links in dem Eimer, ja. Dieses Gelbe, das sind Überreste vom Leitwerk des Flugzeuges. Das war also gelb angemalt, das hat eine gelbe Lackierung. Das war eine Lackierung, die uns gezeigt hat, dass diese Maschine, bevor sie hier im Einsatz war, in Russland im Einsatz war. Die hat nämlich gelbe Tragflächenspitzen und auch Leitwerk, also gelbe Farbe ist das. So, nächste Geschichte, 26. August 1944. Da sind wir auch in diesem Jahr jetzt hier, haben wir da ein Projekt vorgesehen. Da ist ein amerikanischer Bomber abgeschossen worden, auch über Saarbrücken, ist dann in Schönecken abgestürzt, was ja kurz hinter der französischen Grenze dann auch liegt, der Ort. Man hat hier dann vor Jahren einen Gedenkstein gesetzt. Der Pilot dieses Flugzeuges ist nachweislich mit dem Fallschirm abgesprungen, aber er ist bis heute vermisst. Das ist also mittlerweile belegt, er wurde von deutschen Soldaten gefangen genommen. Die haben den Piloten der Gendarmerie, also der Polizei, der deutschen Polizei übergeben. Und die haben den aller Wahrscheinlichkeit nach erschossen in einem Waldgebiet in Gersweiler. Haben sie den verscharrt, so liegt er noch heute da. Wir haben Kontakt zum Neffen von dem Schäfer. Der kommt also in diesem Jahr, kommt er nach Deutschland auch und wir werden dort versuchen, gemeinsam die sterblichen Überreste zu finden. Wir haben hier im Gespräch, dass wir unter anderem eine Staffel einsetzen mit Leichenspürhunden. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass wir nach so langer Zeit noch irgendwie, dass die Hunde Geruch aufnehmen können, weil wir davon ausgehen, er hat seine Uniform noch an, also sein Overall und da wird ja auch einiges vom Körper noch konserviert, dass da vielleicht dann irgendwie auch ein Geruch dran ist. Sie kennen das, wenn zum Beispiel solche Polizeiaktionen durchgeführt werden, dann riechen die Hunde mal an einem Kleidungsstück und dann werden sie losgejagt und so ungefähr stellen wir das auch vor. Die zweite Möglichkeit, die wir also hier auch zum ersten Mal einsetzen möchten, ist der Einsatz von Bodenradar. Das heißt also, es gibt hier mittlerweile Geräte, da kann man über das Erdreich drüber fahren und kann dann genau feststellen, was ist in der Erde drin. Man kann es sogar in dreidimensionaler Form darstellen und auch farblich darstellen. Das, wie gesagt, wollen wir versuchen. Das ist also sicher keine leichte Aufgabe, aber wir wollen alles versuchen, dass wir auch hier sein Schicksal aufklären können. Weiter geht es. Die abgebildeten 10 Militärs, entsprach das einer typischen B-24-Besatzung? Es kommt drauf an. Diese Flugzeugbesatzungen waren in der Regel, 10 Mann war so das Mindeste. Ja, teilweise gab es Minimum. Es gab teilweise auch noch 11 Mann, wenn also ein zusätzlicher Beobachter mit im Einsatz war oder ein Kriegsberichterstatter oder sonst irgendwas, also Spezialeinsätze. Gegen Ende des Krieges war es natürlich so gewesen, da die deutsche Gegenwehr relativ schwach war, so Anfang 45 zum Beispiel oder Ende 44 auch schon, dass man diese Besatzungen, man wollte Menschenleben retten und man hat sie sogar verringert.
Ja, weil man sagte, okay, es gibt keine deutsche Gegenwehr mehr in Form von Flugzeugen, war ja kein Sprit mehr da, kein Einsatz von Flugzeugen. Also brauchte man keinen Seitenschützen mehr, den rechten, den linken. Da hat man gesagt, okay, dann verzichten wir auf einen, einen erreicht. Der kann dann praktisch im Flugzeug rüber und überspringen, wenn ein Angriff sein sollte. Aber in der Regel, kurz vor Kriegsende, war da nichts mehr gewesen. Und deswegen hat man also versucht, hier auch Männer zu schonen und hat dann die Besatzung eben entsprechend auch verringert. Das Ganze sieht man dann immer sehr schön in diesen sogenannten Missing Air Crew Reports, habe ich Ihnen ja auch die erste Seite geschickt. Da steht dann immer schön drin, wie viel Mann praktisch im Einsatz waren während des Einsatzes. Der 13. September 1944, das war eine Geschichte, die hat sich über Ottweiler Fürth abgespielt. Ein amerikanischer B-17-Bomber wurde also auch hier angeschossen, stürzte ab. Ein Besatzungsmitglied war vermisst gewesen, der ist also nicht mehr aus der Maschine raus. Wir haben hier einen Zeitzeugenbericht, einer damals noch ein junges Mädel hat auf dem Acker gearbeitet und hat gesehen, wie das Flugzeug abgestürzt ist. Und sie hat uns gesagt, sie hat diesen einen Vermissten noch gesehen, wie er in der Tür steht. Aber der war wahrscheinlich so verängstigt gewesen und war unter Schockstarre gestanden. Der ist also nicht aus der Maschine rausgesprungen. Und sie hat gesehen, wie er mit dem Flugzeug in die Erde mit reingegangen ist. Die Maschine ist dann explodiert. Der hatte auch tagelang gebrannt. Sie sagte, man hat immer wieder verbranntes Fleisch gerochen auch. Und man hat ein paar Uniformteile gefunden, mehr aber nicht. Man hat dann die Grobteile abgeräumt und hat dann den Trichter mehr oder weniger verfüllt. Hier noch eine Luftaufnahme von damals. Dieses Gebiet ist heute bebaut. Und das Gebiet der Absturzstelle ist also der Garten von einer älteren Familie, die dort also auch ein Wochenendgrundstück haben, ein Gartenhaus, auch ein Grill. Und dieser Grill, der stand sinnigerweise, Sie wussten es ja nicht, direkt über der Absturzstelle auf diesen Toten. Die haben also jahrzehntelang praktisch auf den Toten gegrillt auch. Und als wir denen das gesagt haben, dann haben die gesagt, sofort, wir geben die Genehmigung, dass der Tote rausgeholt wird. Wir haben dann mit den amerikanischen Streitkräften zusammen an dieser Stelle dann auch eine Grabung durchgeführt. Konnten also neben der Erkennungsmarke sterblichen Überresten auch die zweite Erkennungsmarke finden. Und das war natürlich dann auch ein Zeichen, dass es sich hier um die Überreste dieses vermissten Amerikaners handelt. Der wurde dann auch identifiziert anhand von DNA. Das ist auch so eine tolle Geschichte. Ich war also selbst in Hawaii gewesen bei den Amerikanern, konnte hier auch DNA-Analyse lernen, dass man also heutzutage aus festem Knochenmaterial noch DNA gewinnen kann. Das befindet sich bei festem Knochenmaterial, zum Beispiel im Schulterblatt oder auch in den Kniegelenken, in den Endstücken. Wenn Zähne noch da sind, natürlich, klar, das wäre DNA. Oder man findet vielleicht Haare oder sonst irgendwas. Das wäre natürlich das Optimum, aber wenn eine Maschine explodiert, in der Regel ist dann der Kopf eigentlich das, was in der Regel wegfliegt oder gar nicht mehr da ist. Also es muss schon ein ganz, ganz großer Zufall sein, dass man Zähne findet. Ansonsten eben Knochenfragmente, wie zum Beispiel Sprunggelenke zum Beispiel, also alle festen Knochen, wo man DNA daraus gewinnen kann. Hier war es der Fall. Man konnte den Toten identifizieren und er ist jetzt auch mittlerweile beerdigt. Hier auf dem Friedhof. Ich habe eine Frage. Was ist denn dann das Vergleichsmaterial, wenn ich das DNA, Das Vergleichsmaterial ist von Angehörigen, die dann praktisch noch ausfindig gemacht werden. Also vermutlich Angehörige, wenn man weiß ja. Richtig, genau. Erstmal vermutlich Angehörigen, aber in dem Fall war es ja so, dass von der Besatzung nur ein Mann vermisst war. Also konnten wir hier gezielt nach dem Angehörigen dann auch suchen, beziehungsweise das hat dann das amerikanische Militär auch gemacht. Und die konnten also hier die Zuordnung dann auch vornehmen. Was natürlich auch ist, ein ganz kleines Problem, und zwar diese DNA-Untersuchung, das ist natürlich auch eine kleine Tücke. Man kann also nur von männlichen Nachkommen einer Linie DNA gewinnen, um eine Identifizierung durchzuführen, weil nur die männlichen Nachkommen dieses eine Chromosom haben, das praktisch von männlich zu männlich weitergegeben wird. Und bei Frauen gibt es dieses Chromosom nicht. Also von daher, wie gesagt, ist es sehr, sehr schwierig, wenn zum Beispiel hier seine Schwester da gewesen wäre, dann hätte man hier können keine Identifizierung vornehmen. Es muss also ein männlicher Angehöriger sein, das haben wir auch gelernt. Jetzt kommen wir zum 14. Oktober 1944, die Geschichte von Herrn Kesternich. Damit ist er ja praktisch auch mit einer E-Mail auf mich zugekommen. Vielleicht mal ganz kurz in meinen Worten und dann, wenn Sie möchten, kommen Sie zu mir. Und dann werden wir beide mal versuchen, hier ein wenig Licht in diese Geschichte zu bringen. Ist das okay? Ja. Prima. Okay, also die Geschichte war so, Herr Kesternich hat mir eine E-Mail geschrieben.
der hätte Kontakt zu einer älteren Dame und hat von ihr einen Bericht bekommen, wonach ein Engländer, Amerikaner, war damals zu damaligen Zeiten noch etwas ungewiss, abgestürzt wäre, wäre angeblich dann auch erschossen worden, so sind, glaube ich, die Aussage, und zuerst im Wald verscharrt gewesen, man hätte ihn danach ausgegraben, auf dem Friedhof in Völklingen beerdigt und hat ihn nach dem Krieg umgebettet. So, und da scheint es wahrscheinlich dann auch schon den ein oder anderen, ja, vielleicht, ich sag mal, Widerspruch mittlerweile zu geben in dieser Geschichte, weil ich habe mir dann praktisch von diesem besagten Absturz, Herr Kesternich war so lieb gewesen und ist dann auch im Archiv, hat auch in den Friedhofsunterlagen der Stadt Völklingen nachgeschaut und hat tatsächlich einen Hinweis gefunden auf diesen Absturz, der also auch etwas irreführend war, weil man diesen Toten zuerst als Engländer praktisch identifiziert hatte, so stand es in dem Eintragungsvermerk, und später bei der Exhumierung hat man das abgeändert auf Amerikaner, ist das richtig? Genau. So, und jetzt kommen Sie vielleicht gerade noch ein paar Minuten zu mir. So, was ich von meiner Seite aus dann praktisch durch meine Recherchen rausbekommen habe, den Namen, den wir gestern nicht genannt hatten, den gibt es also tatsächlich, habe dann also auch die ganzen Daten, den Absturz dieser Maschine soweit recherchiert und habe mir in Amerika im Archiv auch Ausdrucke besorgt, wonach es hier von der deutschen Flugabwehr Dokumente gibt, Zeitzeugenberichte, die mir oder woraus aus einigen Dokumenten hervorgeht, dass der Pilot also aus der Maschine rausspringen wollte mit dem Fallschirm, aber am Leitwerk hängen geblieben ist und ist praktisch mit der Maschine aufgeschlagen und er wurde dann beerdigt. Das sind also die Zeitzeugenaussagen, die mir vorliegen und machen wir ein zweites. So, und dann, wie gesagt, kam Herr Kesternich, er hat dann, ja, jetzt erzählen Sie vielleicht mal anhand dieser Bilder auch, haben Sie mir die linke Aufnahme ja zugeschickt, freundlicherweise. Ja, vielleicht mache ich noch einen kurzen Sprung zurück am Anfang der Geschichte. Seit zwei Jahren habe ich Kenntnis von diesem Vorgang. Die Dame, heute 91, Jahrgang 27, Ende des Jahres 27 geboren, hat mich vor zwei Jahren wissen lassen, sie lebt in Chalon-sur-Marne, 150 Kilometer von Paris, lebt sie heute noch, ist noch bei Sinnen. Und die ist, die Frau ist eine Cousine meiner verstorbenen Schwiegermutter. Und vor zwei Jahren, als wir sie besucht haben, hat sie mir von diesem Vorfall berichtet. Natürlich ist man, wenn man von älteren Leuten solche Dinge hört, erstmal skeptisch, hinterfragt, wenn man ein bestimmtes Hintergrundwissen hat, dass jemand dazu in die Lage versetzt, das auch einschätzen zu können, ist das denn möglich, könnte das sein? Und alles, was sie mir erzählt hat, schien mir glaubwürdig. Ich hatte keine Veranlassung an den Aussagen meiner Informantin zu zweifeln. Derweil ich sie ja auch ansonsten als seriöse Mitteilerin kennengelernt habe. Man ist ja wohl als Mensch mit einer gewissen Lebenserfahrung, ich bin 75, in der Lage, jemand als Schwätzer, wie man in Völklingen sagt, zu verorten oder als jemand als seriöse Quelle einzuordnen. Ich habe sie als seriöse Quelle eingeordnet und das hat mich dann auch neugierig gemacht. Da ich aber noch in anderen Dingen historisch unterwegs bin, habe ich das erstmal vernachlässigt, weil der Person war eh nicht mehr zu helfen, aber ich hatte sie weiter auf meiner Festplatte registriert und zu gegebener Zeit wollte ich das recherchieren und nachforschen. Und im letzten Jahr habe ich dann nochmal Kontakt zu ihr aufgenommen, habe dann nochmal nachgefragt. Und natürlich, sie hat inzwischen auch, sie lebt seit 1949, 50 im französischsprachigen, also lebt in Frankreich, hat auch partiell mit der deutschen Sprache Probleme, sodass ich also immer wieder nachfragen muss, was meinst du denn mit diesem oder mit jenem? Also dass also schon das zu Missverständlichkeiten führen kann. Sie war also nicht in der Lage oder sie hatte Probleme, bei der Schilderung des Vorgangs mir zu erklären,
Sie hat mir also geschildert, wir sehen hier, ich darf mal die Leute bei der Einordnung links, ist eine US-Flugaufnahme von 1944 Höhen. Hier oben im links, im Bild links, dieser weiße Radius, den wir sehen, das ist die Kurve oberhalb des ehemaligen Michaelskrankenhauses. Rechts davon ist das Parkhaus. Parkhaus kennt in Völklingen jeder, diese Gaststätte Edelgastronomie dort. Also dort befinden wir uns, und wenn wir ein Stück weiter runter gehen, sehen wir ein weißes Quadrat. Das etwa müsste das Michaels Krankenhaus sein, oder ein Teil davon. Diese Frau, und dann geht ja hier so schräg da oben mit rechts nach Strichen, Teilstrichen, eine Genia Vega, das ist die Kreuzbergstraße, das ist die Straße am Kirchenwäldchen, diese lange Schräge, die da hochgeht. Ne? Das ist die Straße am Kirchen, damit man weiß, wo bin ich denn hier? Und hier, wo dieser Kreis angesetzt ist und da oberhalb dieses rechteckige, dieses, ja rechteckig, dunkle Rechteck, das ist die Stelle, wo der frühere Generaldirektor der Völklinger Hütte, Dr. E.H. Wilhelm Rothenhauser, gewohnt hat. Diese Villa ist Anfang der 1930er Jahre gebaut worden und im Zuge der Bebauung des heutigen Sonnenhügelgebiets, dieses ganze Gebiet ist ja heute überbaut, ist diese Villa verschwunden. Und meine Zeugin in Verwandti hat mir dann berichtet, sie wusste nicht mehr genau, sie hat mir zwei Versionen abgegeben. Einmal hatte sie gesagt, sie wohnt am Roten Hof in Völklingen. Wer sich in Völklingen auskennt, weiß, es gibt den Roten Berg, die Siedlung Roten Berg, gebaut 1909 als Werksiedlung der Deutschen Bergwerke. Und es gibt unmittelbar nordöstlich davon in Spuckweite die Siedlung Roten Hof. Schlichtwohnung, die 1923 vom Bauunternehmer Kallenbrunnen in der Poststraße errichtet wurden. Dort ist sie aufgewachsen, dort hat sie bis zu ihrer Verehelichung gewohnt und hat 1940er Jahre eine Lehre als Kinderkrankenschwester im Michaelskrankenhaus begonnen, gemeinsam mit meiner Schwiegermutter. Und sie hat mir erzählt, bei der ersten Version war ich der Annahme, das hat was mit ihrer Sprachproblematik zu tun, das sei unmittelbar hinter ihrem Garten gewesen, also etwa auf der Höhe der Kreuzbergstraße. Das ist der zweite Stich hier, wo die am Kirchenwäldchen anfängt. Das ist die Kreuzbergstraße. Dort hatte ich nach ihrer Schilderung die Lage des Piloten, von dem sie berichtet hat, verortet. Nachdem ich sie vor einigen Wochen noch mal hinterfragt hatte, dann hat sie mir eine etwas davon abweichende Version geschildert und hat gesagt, es sei wohl mehr in Richtung dort, wo dieser blaue Kreis jetzt ist, gewesen, wo sie diese Person gefunden hat. Sie hat mir geschildert, man muss sich nun in die Umstände des Zeitfensters am 14. Oktober 1944 zurücksetzen, um das Geschehen zu interpretieren und zu verstehen. Man stelle sich vor, wir haben eben schon ein Beispiel gehört, an einem anderen Beispiel, wie ein Pilot dort runterkommt. Jugendliche insbesondere sind natürlich ganz erstaunt, das war was Besonderes gewesen, noch nie haben sie erlebt, dass ein feindlicher Pilot oder überhaupt ein Pilot dort gelandet ist. Die Jugendlichen nähern sich dieser Stelle. Sie hat mir dann berichtet, und das war das, wo ich vorhin davon sprach, sie hat die Wortwahl nicht gefunden. Er ist dort mit was runtergekommen. Dann habe ich dann insistiert und nachgefragt, mit was denn? Ja, mit so einem Ding. Das Wort Fallschirm fiel ihr nicht ein. Weil die deutsche Sprache, ihr Mann hat ihr untersagt,
Er war ein französischer Bahnpolizist und er hat hier, und er sagt zu Hause überhaupt, Deutsch zu sprechen, so ist ihr deutscher Sprachschatz verschütt gegangen, über viele Jahrzehnte. Aber das nur am Rande. Und die hat mir also geschrieben, der ist dort also gelandet. Es ist keine Rede von einer Maschine gewesen, nur von diesem Pilot, der, sie konnte es mir nicht genauer beschreiben, deshalb haben sie einen größeren Kreis dort in dieses Gebiet gemacht. Ungefähr dort muss es passiert sein. Und dass diese Ortslage ist eigentlich übereinstimmend mit mindestens 3 oder 4 Berichten, die wir von Flakhelfern haben. Die erzeugen oder bestätigen Luftaktivitäten in diesem Gebiet. Also es ist also schon bestimmt. An dieser Stelle gibt es keine Widersprüche. Widersprüche gibt es, wie Sie vorhin bereits zu Recht sagten, gibt es darüber, dass Leute, Militärangehörige gesehen haben, der Pilot wollte aus der Kuppel aussteigen und habe es nicht mehr geschafft. Andere, ich glaube, es gibt auch einen Bericht, der davon spricht, dass er abgesprungen sei. Also es gibt da an dieser Stelle Widersprüche. Aber letztlich zählt ja der Fakt. Fakt ist für mich die Aussage dieser für mich glaubhaften Frau, die geschildert hat, der Pilot habe dort gelegen, etwa 5 bis 6 Jugendliche unterschiedlichen Alters haben sich dem Ort des Geschehens, also dieser Person, genähert und sie war in einer gewissen Distanz, ich habe gefragt, wie weit war sie denn weg von dem Ort des Geschehens, um auch ihre Glaubhaftigkeit zu überprüfen, was sie gesehen haben kann und nicht, was vergessen worden ist oder nicht. Sie sagt mir dann, sie war dann so 50, 60 Meter von dieser Gruppe weg, während die anderen 5, 6 wohl unmittelbar neben dem Pilot gestanden hätten. Und jetzt kommt eine Sache, die ist bis heute für mich widersprüchlich. Aus dieser Gruppe, in dieser Gruppe sei ein Mann namens Willi gewesen, deren Familienname ihr nicht mehr einfällt, den sie aber kennt. Er muss wohl aus dem Umfeld der Siedlung Rotenberg oder Rotenhof stammen. Sie weiß ja, er hieß Willi, aber ihr fällt der Familienname nicht mehr ein. Der habe den Piloten erschossen. Nun habe ich mit ihr am Telefon gesprochen, habe sie gefragt, wie alt war denn der ungefähr? Also der war von dieser Gruppe abgehoben älter. Die Jugendlichen waren wohl 13, 14, 15. Und dieser, der den Pilot Robert B. Harrison erschossen haben soll, man muss es ja noch in einer Frageform formulieren, weil wir noch in der Recherche uns befinden, der sei etwa 18, 19 gewesen. Das hat mich stutzig und nachdenklich gemacht, beziehungsweise verunsichert. Was macht ein junger Mann am 14. Oktober 1944, der 18, 19, 20 ist, an dieser Stelle? Entweder ist er wehruntauglich oder hat einen Tauglichkeitsgrad, ja, der unterhalb von 3 oder 4 ist. Oder, es gibt noch eine Möglichkeit, noch gibt es noch weitere, er war im Urlaub, was aber auch in dieser Zeit eher unwahrscheinlich ist, weil man ja für den Endsieg jeden einzelnen Kämpfer gebraucht hat. Also Urlaub gab es dann eigentlich nur für Hochzeit oder vielleicht der Bestattung. Ansonsten ist Urlaubs, ist sehr restriktiv. Mein Bruder kam 1944 noch einmal zurück im Oktober, weil er auf die Krim musste. Und dann bekam er noch ein paar Tage Resturlaub, die er zu Hause verbringen durfte, bevor sie auf die Krim verlagert wurden. Ja. Aber grundsätzlich ist Urlaub, ohne dass ich mich jetzt als Militärexperte bezeichnen möchte, sehr restriktiv gehandhabt worden, also für Eheschließung und Trauerfälle, weiß ich nicht, wohl eher nicht. Aber man kann es auch nicht ausschließen.
Denn die Frage stellt sich, was macht ein junger Mann von 19, 20, so hat die ihn mir beschrieben, was macht er da? Wie kommt er an einen Revolver, an eine Pistole, an einen Hobby? Wie kommt er daran? War er Mitglied einer Jugend, HJ oder was weiß ich was, aber nach meinem Wissen hatten die keine Pistole. Also es gibt schon einige Fragwürdigkeiten, die wir im Moment nicht klären können, die auch im Moment nicht unmittelbar bei der Klärung des Vorgangs relevant sind. Natürlich können Sie das ergänzen, erhellen oder weniger machen. Jedenfalls, das ist ja das Wesentliche, was ich Ihnen zu dem Vorfall erzählen soll. Und bei meiner Recherche gab es dann weitere Widersprüche. Als ich im Stadtarchiv Völklingen war, und ich bin schon einige Wochen an dieser Geschichte dran, habe die Sterbebücher, ich hatte einen, sie hat nicht mehr genau gewusst, war dieser Vorgang im Jahre 43 oder 44? Das ist wohl ihrem Alter mit 91 Jahren geschuldet, dass ich das nicht mehr wusste. Ich musste also dann, wie man so schön sagt, die Ochsentour machen und musste das Sterbebuch der Stadt Völklingen von 43 und 44 jeweils mit etwa 1000 Einträgen durchlesen. Dafür habe ich 4 komplette Tage von morgens bis abends im Stadtarchiv gesessen, um mir das Sterbebuch durchzulesen, also das Sterbebuch der Stadt Völklingen. Und war natürlich am Ende niedergeschlagen und deprimiert, als ich ihn nicht gefunden habe. Dann bin ich zum Stadtarchiv Herrn Röhrig gegangen, zu dem ich ein gutes Verhältnis habe, und habe ihn gefragt. Er kam dann rein, kurz vor Feierabend, um 17:30. Haben Sie was gefunden? Nee, ich habe nichts gefunden. War also dann schon niedergeschmettert. 4 Tage in den Sand gesetzt, die ich hätte sinnvoller verbringen können. Aber so ist das Leben. Das weiß man vorher nie. Dann lässt man es oder man lässt es nicht. Ich wollte es wissen. Ich war wissbegierig und war aber natürlich erstmal letzter Stand mit leeren Händen da, was tun. Und dann gab mir der Stadtarchivar Herr Röhrig einen Hinweis, in dem er sagte, es gibt noch eine Chance, eventuell die gesuchte Nadel im Heuhaufen zu finden. Ich müsse mir doch mal das Gräberfeldbuch ansehen. Ich muss noch ergänzend hinzufügen, weil jetzt an dieser Stelle für den Zuhörer der Sprung etwas abrupt war. Meine Informantin hat mir gesagt, und alles das war so präzise und so punktgenau, dass ich nicht die geringste Veranlassung hatte, an ihrer Version zu zweifeln. Sie hatte mir mitgeteilt, dieser Pilot, dass er erst im Wald verscharrt wurde, davon wusste sie nicht. Das wurde erst bei der Recherche offenbar. Dieser Pilot sei auf dem Völklinger Ehrenfriedhof, das ist das Stück unterhalb des Parkhauses, beziehungsweise zu der Stelle, wo sie von der Kühlbeinstraße abbiegen ins Kirchenbett. Das ist das Stück, wo der Völklinger Ehrenfriedhof ist. Dort sei dieser Pilot, den Namen wusste sie ja nicht, sie wusste auch nicht, ob es ein Engländer oder ein Brite ist, sei bestattet worden in einem Grab eines Familienangehörigen, neben einem Grab eines Familienangehörigen von ihr. Also diese Aussage, diese war so eindeutig. Und das hat mir dann auch geholfen, die gesuchte Nadel im Heuhaufen zu finden, nämlich, dann habe ich mir das Gräberfeldbuch des Ehrenfriedhofs vorgenommen, mit ungefähr knapp 700 Einträgen, beginnend gleich in den ersten Kriegstagen, im September 1939 und endet Anfang 1945, insgesamt etwa 700 Einträge. Und dann, ich war noch in einer anderen Angelegenheit befasst, kommt der Stadtarchivar Herr Röhrig, kommt zu mir, sagte mir, Herr Röhrig, ich glaube, wir haben den Checkpoint. Hat sich immer positiv angehört. Checkpoint ist
was Positives, also wir haben einen Treffer. Dann zeigt er mir, der gesuchte Verwandte lag im Grab, also in der Zuordnung in dieser Registratur, in diesem Gräberfeldbuch, hatte die Nummer 644, Peter Klein, 1909 geboren. Ich habe ein Foto von ihm aus dem Jahre 1924, wo er auf einer goldenen Hochzeit des Ur-Urgroßvaters meiner Frau abgebildet ist. Das Foto konnte ich bis auf wenige Aufnahmen, 50 Personen, bis auf 2, 3 datieren. Also ich weiß jeder, wer da drauf ist. Und also das war das Grab 644 und im Grab 645 steht Robert B. Harrison. Das war der Name, den ich in den Sterbebüchern der Jahrgänge 43 und 44 vergebens gesucht hatte und nicht gefunden habe. Aber im Gräberfeldbuch, dort stand er. Und damit ist auch bewahrheitet, sie sagt, er lag im Grab nebendran. 644, 645. Jetzt gibt es an dieser Stelle bei dieser Eintragung, das habe ich Ihnen ja geschickt, das konnten Sie ja überprüfen, gibt es Ungereimtheiten insofern, dass diese Rubrik unterteilt war in 8, 9 Abschnitte, Name, Herkunft, Geburtsdatum etc., gefunden, gefallen und so weiter. Und in dieser Spalte, in allen Spalten des ganzen Buches, mit den über 700 Einträgen, war immer nur ein Eintrag. In der Spalte 645, Robert B. Harrison, gab es 2 Einträge. Einmal den normalen und einen farblich abgesetzten, darüber mit grüner Tinte etwas später vorgenommen. In dem ersten Eintrag steht Engländer. Man wusste wohl nicht, als man den toten B. Harrison, die Leiche von ihm, gefunden hatte. Warum? Nämlich unergründlich, denn die hatten mir eine Kennmarke an. Und ich denke, an dieser militärischen Erkennungsmarke war man doch imstande, eine Person zuzuordnen, ob, sie schütteln den Kopf, das heißt, das ist schon die Erklärung, man war nicht in der Lage. Aha, dann ist, also, das erklärt, warum da Engländer steht. Richtig, weil bei den Behörden, die waren also nicht geschult jetzt, die sah eine amerikanische, die sah eine englische Erkennungsmarke aus. Und ich denke mal, da sehr viele Engländer geflogen sind, Bomberverbände auch, ist man wahrscheinlich von der irrigen Annahme ausgegangen, zuerst mal, dass es sich hier um einen Engländer handelt. Ja, weil für die Zivilbevölkerung gab es eigentlich nur die Engländer oder die Kanadier zum Beispiel, ja, wo man sagt, okay, es gab ja auch noch weitere englische Alliierte, ja, Neuseeländer zum Beispiel, Australier. Es hieß aber immer wieder Kanadier. Ja, die wurden also dann praktisch auch unter einer Bezeichnung geführt und genauso war es wahrscheinlich hier in diesem Fall auch. Aber Herr Kesterlich, vielleicht noch eine ganz andere Sache. Und zwar, ich habe ja von meiner Datenbank erzählt, die also fast 44.000 Einträge hat. Da habe ich also unter dem Suchbegriff Küttlingen einen amerikanischen Piloten gefunden, der mit dem Fallschirm abgesprungen ist. Wäre möglich, dass vielleicht die Dame hier das ein oder andere dann auch durcheinander wirft, weil ja das exakte Datum nicht bekannt steht, wann die Frau das praktisch in Erinnerung war. Entweder 43, 44. Ja. Hier wäre zu sagen, dass im Jahr 1943 zum Beispiel noch keine Amerikaner über Deutschland geflogen sind. Das kann also von vornherein schon mal ausscheiden. Die kamen also erst im Jahr 44 eigentlich über Deutschland, die sogenannten Begleitjäger, die also die Bomberverbände begleitet haben und später dann eben zum Angriff entweder auf Fabriken oder eben auf Bahnanlagen oder sonst irgendwas. Und von daher, wie gesagt, im Jahr 45, habe ich einen Eintrag gefunden, einen Absturz eines Vulkanes in Küttlingen gekennzeichnet, der mit dem Fallschirm abgesprungen ist und für heute mit dem Status Missing in Action geführt wird. Der also noch als vermisst gilt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, da habe ich noch nicht recherchiert, weil das ganz neu ist, was mit diesem Schicksal dieses Piloten war, ob die Dame da vielleicht von der Jahreszahl irgendetwas dann auch vermischt. Aber der findet sich nicht im Gräberfeldbuch.
Das ist richtig. Aber es wäre am 14.10. Robert Beheres, ja. Der findet sich ein Thema. Das ist natürlich wiederum also ein Widerspruch, wir haben den kann man momentan nicht nachvollziehen, nicht aufklären. Der erste Eintrag heißt Engländer und der zweite Eintrag, und dann ist am Sterbedatum, beziehungsweise am Funddatum, das für mich ja identisch ist mit dem Sterbedatum, ist, habe ich jetzt manipuliert oder ist geändert worden. Da stand zuerst 24.10.45, ist abgeändert worden in 14.10.44. Ich habe mir das mit der Lupe genau angesehen, es ist zweifelsfrei, der Stadtarchivar Röhrisch hat die gleiche Sichtweise. Ich, also der 14.10. ist zweifelsfrei. Wie? Hier vielleicht nochmal ganz kurz auch mit einhaken. Und zwar, die Alliierten haben ja zu unterschiedlichen Raten ihre Toten geborgen, von den Friedhöfen auch. Die Engländer waren kurz nach dem Krieg dran, 46, 47, die Amerikaner haben schon etwas mehr Zeit gelassen auch. Und die haben dann praktisch im Rahmen der Exhumierung dann eben festgestellt, auch die Identität, weil die ja sich mit Erkennungsmarken auskennen. Mhm. Wenn die Marke gefunden haben, dann ist es also durchaus möglich, dass aufgrund dieser Exhumierung dann festgestellt wurde, kein Engländer, sondern Amerikaner. Und deswegen hat man diesen Nachtrag mit Amerikaner reingefunden. Mhm. Kann natürlich sein, dass in diesem Zusammenhang haben dann auch mit dem Datum etwas geändert wurde. Mhm. Ja, weil Amerikaner zum Beispiel, wenn die vermisst waren, wurden die immer erst ein Jahr nach dem Ende, wo sie vermisst waren, eingetragen. Also sprich, wenn der 44 vermisst war, zum letzten Mal gesehen wurde, hat man immer ein Jahr draufgesetzt und hat dann als Vermisstendatum das Jahr 45 genommen. Wäre eine Möglichkeit, aber da, wie gesagt, müssen wir mal näher in die Recherche noch einsteigen. Dazu ist es, glaube ich, jetzt im Moment noch etwas zu früh. Wir sind ja noch mitten in der Recherche. Richtig, ganz genau. Deswegen, also wie gesagt, ja. Was ich aber auch vermutet ist, weil es war ja allgemein bekannt, dass tagsüber die Engländer geflohen sind und nachts die Amerikaner. Ja. Und wurde tagsüber in der Abendschule, handelt sich sehr wahrscheinlich um einen Engländer, deswegen auch gleich identifiziert als Engländer. Die Amerikaner kamen ja erst nach dem D-Day, großartig, auch mit Tagsangriffen. Deswegen, wenn in der Tat überhaupt... Wir sind ja schon, wir sind ja nach dem D-Day, wir sind ja nach dem D-Day. Deswegen, wie gesagt, waren ja die Amerikaner dann auch hier eingesetzt. Also wie gesagt, wir sind in diesem Fall, sind wir jetzt momentan noch auf der Recherche. Ja, und ich denke mal, wir werden das wahrscheinlich auch rausbekommen. Vielleicht noch als abschließend noch Ergänzung. Es hat mich schon nachdenklich gemacht, in diesem Gräberfeldbuch, der Eintrag, dieser Vermerk, dieser erste, ich habe gesagt, in der Reihe, sind zwei Einträge, einmal mit rotem Bleistift und ein zweiter Eintrag darüber mit grünem Füllfederhalter. Der grüne Füllfederhalter, dort steht dann der Name und das Datum der Auffindung. Dort steht nämlich, man habe ihn in einem Waldstück außerhalb des Ehrenfriedhofs gefunden. In einem Waldstück außerhalb des Ehrenfriedhofs. Wald ist hier keiner zu sehen. Der Wald ist nördlich hiervon am Kreuzberg, dort wo der Wasserturm steht, den Sie mehr oder weniger den Köttinger Wasserturm kennen. Das ist der Wasserturm am Kreuzberg. Dort ist Wald. Hier sehen wir keinen Wald 44. Wenn also es in dieser Gräberfeld-Bemerkung heißt, in einem Waldstück in der Nähe des Ehrenfriedhofs ist das schon mal irreführend. Darauf kann sich nur jemand einlassen, der keine Ortskenntnis hat. Er muss also etwas weiter nördlicher, ich sage das jetzt mal, verscharrt gewesen sein. Wieso hat man diese Person dort verscharrt? Natürlich kann man dort jetzt darüber spekulieren, aber dass diese Intention ist für mich wieder ein Hinweis in die Richtung, dass es sehr wohl so gewesen sein kann, wie sie es wahrgenommen hat. Ich argumentiere wohl und sage nicht, erschossen wurde, sondern dass es so gewesen sein könnte, wie sie es dargestellt hat. Der hat, dieser junge Mann, dieser Willi, hat den Robert Harrison dort erschossen.
wer ihn dort unter welchen Umständen in einem 300, 400, 300 Meter entfernten Wald verscharrt hat, das ist uns, bleibt uns bis heute verborgen. Das wissen wir nicht. Wir werden es möglicherweise auch nie in Erfahrung bringen. So, und dann ist er in dieses Gräberfeld Nummer 645 neben dem Peter Klein, einem Verwandten meiner Informantin, gelegt worden. Und dort lag er bis im Anfang 1947. Dann wurde er auf diesem Ehrenfriedhofsgrab Nummer 645 exhumiert und dann entsteht eine weitere Lücke, Zeitlücke, im August. Wir haben dort etwa 4-5 Monaten, vielleicht muss man da noch recherchieren, ich kenne auch das Handling nicht. Wie wurden damals exhumierte Leichen, wo wurden die aufbewahrt? Wenn er im Mai 47 exhumiert worden ist, aus diesem Grab 645, und wird erst im August, im Gräberfeldbuch steht, nach Straßburg überführt, was sich nachweislich als eine falsche Fährte erwiesen hat. Er liegt nämlich auf diesem Militärfriedhof in Nevre, in den Ardennen in Belgien. Die Gräberfeldnummer, die ist alles bekannt, dort liegt er bestattet, in einem Einzelgrab. Deshalb, weil als er 1947 im Spätsommer, August, September, dorthin überführt und bestattet wurde, war diese militärische Anlage bereits fertiggestellt und die dort 5.214 bestatteten US-Flieger und Militärangehörige, also von den 5.214 sind 65% Flugzeugbesatzungen dort. Diese Anlage war fertiggestellt und deshalb liegt er in einem Grab, in einem Einzelgrab nebendran. Das so sind natürlich jetzt, das sind natürlich jetzt zwei Fragen für dich, aber ich denke, es hat sich nicht gelangweilt. Genau. Vielen herzlichen Dank, Professor Rich. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und Sie sehen, im Endergebnis sind wir jetzt ein wenig schlauer, aber noch nicht 100%. Und von der richtig, genau. Das ist nämlich jetzt auch ein schöner Übergang, mitten noch in der Recherche. Und ich denke mal, wir sind alle gespannt, was das Ganze jetzt weiterhin zu Tage fördert. Also wie gesagt, Herr Kesterlich, wie bei XY, bleiben Sie am Ball, halten Sie mich auch auf dem Laufenden. Und was ich herausfinden kann, ich habe Ihnen ja schon angeboten, ich würde mir dann auch die Personalakte in Kopieform bestellen aus Washington direkt. Und dann kann man also sehen, ob dieser Harrison entweder damals als Ganzes exhumiert wurde, würde dann praktisch darauf hindeuten, dass er mit dem, ja, genau, dass er mit dem Fallschirm abgesprungen ist oder er ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Habe ich Ihnen ja auch ganz kurz erklärt, dann wären seine Knochen total zerstört und dann wäre er nicht als ganzes Skelett dann eben aufgetaucht. Dann wären die Wahrnehmungen natürlich in völlig gegeben. Richtig, genau. Das, wie gesagt, möchte ich momentan noch nicht in Frage stellen. Wir lassen es mal in dieser Schwebephase mal drin und ich hoffe und drücke auch die Daumen, dass wir das Ganze endgültig klären können. Ich denke, damit wäre Ihnen natürlich auch sehr geholfen, natürlich, dass Sie sagen können, ich weiß jetzt hundertprozentig Bescheid und man muss eventuell diese Geschichte auch nochmal neu umschreiben. Wir gehen einfach mal ganz kurz weiter in der Geschichte, beziehungsweise jetzt noch einige Sachen, die also Herr Kesterlich ja auch angesprochen hat, mit den Zeitzeugenberichten und auch mit Dokumenten aus dem amerikanischen Verlustbericht. Unter anderem sieht man hier, dass diese Mustang von Harrison mit 149 Schuss praktisch vom Himmel runtergeholt wurde. Man hat also so lange auf ihn geschossen, bis er dann praktisch hier zwischen Völklingen und Kütlingen abgestürzt ist. Die genaue Absturzstelle, wie gesagt, ist momentan auch noch auf der Suche. Wo befindet sich die? Die muss ja auch irgendwo sein. Die kann ja dann nicht verschwunden sein. Das Flugzeug kann nicht verschwinden. Also es muss ja irgendwo auch da sein. Aber interessant ist es natürlich schon, dass man da im Oktober 44, da haben sich also entlang dieser Flugstrecke von dem Harrison, hat sich da praktisch so jede Flakabteilung, wollte sich da einen Abschuss verdienen und die haben da drauf gehalten und haben den mehr oder weniger wie auf dem Tablett weitergereicht, bis er eben da ist. Und das war eigentlich so im Bereich Saarbrücken,
Die ganzen Flakstellungen, die waren eigentlich sehr, sehr zielsicher. Die haben also sehr viele Flugzeuge runtergeholt. Und das haben wir auch schon die andere Richtung auch gehört, dass man also hier mit Munition nicht gespart hat, sondern hatte also 100 Rauchstellungen losgeschossen. Waren in der Regel, waren das ja auch, soweit ich weiß, Saarbrücken zum Beispiel, sehr viele junge Flakhelfer, die also gerade so von der Schule kamen, auch Gymnasiasten und so weiter, wo es also auch dann den einen oder anderen Bombenvolltreffer gab, wo auch umgekommen sind. So, machen wir vielleicht gerade mal weiter, Peter. Das hier, wie gesagt, haben wir alles soweit auch schon angesprochen. Das sind also Originalunterlagen jetzt aus dem amerikanischen Verlustbericht. Das sind deutsche Meldungen, die wurden also nach dem Krieg praktisch beschlagnahmt von den Amerikanern und man hat die also in die amerikanischen Unterlagen mit aufgenommen. Das machen wir weiter. Das ist die erste Seite von dem amerikanischen Verlustbericht, der unter anderem den Namen der Maschine, die Einheit, auch den Piloten hier beinhaltet. Und hier steht also noch als Status der Name Harrison. MIA bedeutet Missing in Action. Diese Berichte wurden in der Regel angelegt direkt nach oder nicht lange nach den Einsätzen, wo dann also Kameraden, die mit ihm mitgeflogen sind, ihre Berichte abgegeben haben nach der Landung. Und da eben das Schicksal zu dem damaligen Zeitpunkt nicht bekannt war, hat man eher den Status MIA, also Missing in Action, vergeben und wurde dann später, wenn festgestellt wurde, dass er umgekommen ist, KIA, also Killed in Action, umgekommen während des Kampfes. Hier sind noch einige Zeugenberichte, die also auch in der Akte mit drin sind, von Angehörigen der verschiedenen Flakabteilungen, Stellungen, die also dann mehr oder weniger dann auch immer wieder davon sprechen. Der eine sagt, er wollte aus der Maschine abspringen. Einer schreibt zum Beispiel, dass sich etwas vom Flugzeug gelöst hat. Das kann natürlich sein, dass es A, der Pilot gewesen ist oder B, vielleicht sogar nur die Kanzel des Flugzeuges, dass er die abgeworfen hat, hat es aber dann, wie gesagt, nicht mehr geschafft, weil er sich eben verfangen hat. Das, wie gesagt, müssen wir also noch näher recherchieren. Hier sind auch nochmal zwei Augenzeugenberichte von damals. Die müssen wir also jetzt, wie gesagt, auch noch einmal auswerten. Und hier unten ist der besagte Eintrag aus den Sterbeunterlagen, den Herr Kesselich mir zur Verfügung gestellt hat. Hier sehen Sie also unter anderem den ersten Eintrag mit Engländer, den er damals angesprochen hat. Und oben sehen Sie also Amerikaner. Harrison ist Amerikaner, ausgegraben 47 und nach Straßburg überführt. Auch hier könnte es einen Grund dafür geben, und zwar die Amerikaner haben, bevor sie die großen Soldatenfriedhöfe in Frankreich angelegt haben, sogenannte temporary Friedhöfe angelegt, also praktisch provisorische Friedhöfe, um einmal alle Soldaten aus den verschiedenen Gemeinden zu sammeln, sie praktisch mal zwischen zu begraben. Die wurden also teilweise zwei-, dreimal sogar vergraben, wieder ausgegraben. Und bis man sie letztendlich dann praktisch auf den Zielfriedhof überführt hat. In diesem Fall bei Harrison zum Beispiel ist es in den Ardennen. Es gibt ja in St. Gavol zum Beispiel auch einen Friedhof, der Lorraine Cemetery. Und das ist natürlich auch so eine Besonderheit, gerade bei den Amerikanern. Die haben also nach dem Krieg alle Toten aus Deutschland rausgeholt und haben sie praktisch auf Soldatenfriedhöfen in Frankreich, Belgien, Holland, Luxemburg zum Beispiel in Sandweiler bestattet. Aber es gibt keinen amerikanischen Soldatenfriedhof auf deutscher Erde. Das ist also ein bisschen mit dem auch geschuldet. Die Deutschen haben den Krieg angefangen, die Deutschen haben den Krieg auch verloren. Und da war es für die Amerikaner auch so ein Ding, dass sie gesagt haben, hier auf deutscher Erde soll also kein amerikanischer Soldat ruhen. Deswegen auch, wie gesagt, keine Soldatenfriedhöfe. Im Gegensatz zu den Engländern, die natürlich in Deutschland sehr viele Soldatenfriedhöfe auch haben, sei es in Dürnbach am Tegernsee, was wir vorhin gesehen haben, oder zum Beispiel in Berlin gibt es einen Friedhof, in Kiel, also über ganz Deutschland verteilt, von Nord nach Süd. Also von daher ist dann auch hier zwischen den Alliierten ein kleiner Unterschied gemacht worden. So, wir machen mal schnell weiter mit unserer Reise im Jahr 1944. Wir sind im November angelangt, Bruchhof Sanddorf in der Nähe von Homburg-Saar. Zwei amerikanische Flugzeuge stürzen während eines Angriffs auf die dortige Bahnanlage zusammen. Der Second Lieutenant Warner H. Marsh Jr. ist seit diesem Zeitpunkt vermisst, genauso wie seine Maschine auch. Wir haben Recherchen angestellt, auch Zeitzeugen befragt. Und in diesem Zusammenhang hat sich ein Zeitzeuge gemeldet, der also vor einiger Zeit beim Spazierengehen ein Wrackteil gefunden hat eines Flugzeuges. Er hat es Teil mir praktisch gegeben. Das ist also dieses Teil hier, das haben wir untersucht, festgestellt. Es gehört zu einer Thunderbolt, die also zu diesem Flugzeugtyp
von dem Marsch gehört, auch in der Nähe, in dem Gebiet, wo das Flugzeug damals runtergegangen ist. Wir haben die Nummern abgecheckt auf diesen Teil und diese Nummer ist also identisch mit Teilen, die also die Maschine vom Marsch gehört haben. Und jetzt sind wir gerade dabei, in diesem Waldstück ist das, auch die genaue Absturzstelle ausfindig zu machen. Wenn das geschehen ist, werden wir die Amerikaner informieren und dann wird es in einer Kooperation, in einer Zusammenarbeit, werden wir dann also auch versuchen, hier die sterblichen Überreste von Warner H. Marsh Jr. zu bergen und zusammen mit seiner Maschine, dass auch hier letztendlich die Angehörigen Gewissheit bekommen, dass er nach Hause zurückkommt. So. Weiter geht's. Das ist nochmal ein Bild von dem jungen Kerl hier. Sie sehen also, es waren auch alles genauso wie die Deutschen. Es waren junge Kerle. Gegen Ende des Krieges wurden sie immer jünger. Und gerade bei den Deutschen, weil ja die erfahrenen Piloten alle mehr oder weniger dann auch gefallen oder in Gefangenschaft waren, wurden die natürlich immer jünger, immer unerfahrener auch. Und das ist natürlich auch so eine Sache, dass also viele dieser deutschen Piloten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs dann noch gefallen sind, weil sie sich nicht ausgekannt haben, sie hatten keine Erfahrung gehabt. Wie gesagt, sie waren auf die Maschinen relativ wenig trainiert auch, nur mehrere Stunden im Einsatz teilweise. Und dann passiert sowas natürlich dann auch. Und dann war natürlich auch die Überzahl der Amerikaner, die war natürlich riesig. Wir hatten teilweise 50:1 ein Verhältnis, dass also 50 amerikanische Flugzeuge gegen ein deutsches Flugzeug geflogen sind und da hatten die jungen Kerle natürlich überhaupt gar keine Chance mehr gehabt. Ein Großteil dieser deutschen Piloten, die haben dann mehr Angst wie Vaterlandsliebe gehabt, was auch richtig ist. Die sind dann aus der Maschine rausgesprungen und haben dann vorgezogen, dass sie dann vielleicht in Gefangenschaft geraten sind. Aber das war immer noch der bessere Weg, wie dass man vielleicht irgendwo dann im Wrack seiner Maschine praktisch über 70 Jahre lang vermisst ist. Hier, wie gesagt, noch einmal das Teil, das ich also hier im Original mitgebracht habe, dass Sie also sehen, das ist Geschichte live zum Anfassen. So, dann noch einmal, wo dieses Teil im Flugzeug praktisch auch platziert gewesen ist. Das sieht man also hier, der Ansatz zwischen Tragfläche und auch Rumpf der Maschine. Die Form, wenn man das auseinanderknicken, bügeln würde und dann würde man dann auch diese genaue Form feststellen. So, dann geht es weiter, Dillingen-Pachten am 20. November. Das ist der James G. Newman, auch er ist noch vermisst. Er steckt aller Wahrscheinlichkeit nach in dem ehemaligen Teil der Saar, die begradigt wurde, ist heute der sogenannte Pachtener See. Das sieht man gleich auf dem nächsten Bild, eine Aufnahme. Der heutige Verlauf der Saar hier, früher war das praktisch gerade gelaufen. Dann hat das gelbe Stück. Dann hat man den, genau, ja, richtig, dann hat man den Schlenker da. Ja. Und heute ist das mehr oder weniger dann dieser Pachtener See mit der Insel, wo also dann die Vögel brüten. Und der Bereich, wo also diese Teile dann auch gefunden wurden, seine Maschine, der ist also hier in dieser Nähe, wo der Wassereinlauf auch ist. Dort hat also die Flak gestanden, die ihn runtergeholt hat. Und dort haben wir also auch schon Teile von dem Flugzeug gefunden. Aber der Großteil des Flugzeuges wird aller Wahrscheinlichkeit nach in dem früheren Saar am heutigen Pachtener See liegen. Wir sind also mit Zuggeräten mit einem Ruderboot praktisch über diesen See gefahren und haben eine riesige Konzentration an Eisen in der Erde festgestellt, beziehungsweise unter Wasser. Und dort wird also dann die sterblichen Überreste von dem James Newman auch vermutet werden. Das Ganze haben wir an die Amerikaner weitergeleitet und mal gucken, wenn sie Zeit haben. Es ist natürlich ein sehr kostenspieliges Projekt, ein Flugzeug aus einem Wasser zu bergen. Das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn man das an Land macht. Links oben sehen Sie also nochmal den sogenannten Pachtener See. Im Hintergrund diese Insel, wo also dann auch die Vögel brüten. Dann kann also auf diese Insel darf man eigentlich gar nicht mehr, weil man den Vögeln ihre Ruhe lassen möchte. Und von daher, das ist Naturschutzgebiet, also von daher auch so eine heikle Sache. Vor allen Dingen, wenn die Maschine geborgen wird jetzt aus dem Wasser, ist davon auszugehen, dass vielleicht noch Treibstoff, noch Öl da ist, dass dann das praktisch das Wasser verseuchen könnte. Also von daher ist eine ganz, ganz heikle Sache. Aber wir schauen mal, inwieweit die Amerikaner gewillt sind, hier auch eine Bergung durchzuführen. Auch hier vom Bruder von Newman haben wir hier ein Bild bekommen, seines Bruders. Also sie sind auch ein junger Kerl gewesen. Im Einsatz. Hier sind einige Originalteile, die also im Uferbereich bereits gefunden wurden von uns, die wir auch zuordnen konnten, links von der Tragfläche. Und hier, das ist ein Teil von der Landeeinrichtung vom Fahrwerk, wo er praktisch das Fahrwerk ein- und ausziehen konnte.
Die nächsten Bilder, die wir haben, sind also Kleinteile, die gefunden wurden, Verschraubungen und in der Mitte auch ein kleines Knochenfragment, das momentan untersucht wird. Ist es menschlich oder ist es tierisch? Also von daher haben wir noch kein Ergebnis. Ansonsten, wie gesagt, eine Menge Flugzeugteile, seine Maschine, aber der Hauptteil mit seinem Körper haben wir noch nicht finden können. Wir hatten dann auch Besuch gehabt hier von den Amerikanern aus Hawaii. Die haben sich das alles auch angeschaut, diese Teile alles fotografiert. Dann waren sie wieder verschwunden, das ist schon einige Jahre her. Und von daher, wenn es bei Ihnen auf dem Plan steht und dann melden die sich einfach, dann kommen sie her. Und dann schauen wir mal, wie es da in dieser Sache eben weitergeht. So, dann haben wir 12. Dezember bei Bebelsheim. Das ist auch noch Saar-Pfalz-Kreis. Eine Maschine, da wissen wir eigentlich noch gar nichts, außer dass diese Maschine Bomben mit sich geführt hat. Ansonsten ist alles mit Fragezeichen versehen. Noch nicht mal das Schicksal des Piloten ist uns bekannt, aber wir haben dort zwei 5-Zentner-Bomben gefunden, die jeweils unter den Tragflächen des Flugzeuges gelegen haben. Die wurden dann von Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes auch entschärft. Und von daher, wie gesagt, auch Gefahr beseitigt, was ich ja vorhin schon gesagt habe, der tausendfache Tod, der also uns auch immer wieder bei unseren Ausgrabungen, Bergungen begleitet. So, dann haben wir am Friesberg in der Nähe von Bosen, da habe ich also auch einen jungen Mann hier, der also auch in der Nähe auch wohnt, der mir also von dieser Geschichte erzählt hat und auch von weiteren Abschnitten, glaube ich, Janik. Und von daher müssen wir mal schauen. Hier eine Besonderheit, und zwar hat hier das Flugzeug eine sogenannte Luftmine an Bord gehabt. Und was so eine Luftmine bei einer Explosion verursachen kann, sehen wir auf dem nächsten Bild. Das ist mal so eine 40 Zentner Luftmine. Die wurde eigentlich nicht konzipiert, damit in die Erde reingeht und explodiert, sondern sie war eher auf Druckwellenexplosion aus. Die ist also aufgeknallt, explodiert und durch die Druckwellen hat sie dann praktisch die Häuser, die Straßenzüge in Großstädten dann praktisch flachgelegt, um hier die Bevölkerung dann auch praktisch zu schädigen. Diese Maschine, die ist also abgestürzt mit der Luftmine. Sie sehen einen Krater von schätzungsweise 25 bis 30 Metern im Durchmesser, ungefähr 8 Meter tief. Man hat dann von Seiten der Archäologen einmal die Erdoberfläche dargestellt ohne Vegetation. Das sehen Sie also rechts und unten. Das kann man also heutzutage machen mit Computertechnik. Und dann sieht man mal, das sind Bilder, kann man sich vielleicht den Mond oder den Mars vorstellen. Und so würde auch die Erde ausschauen, wenn wir keine Vegetation hätten. Und man sieht also sehr schön diese Luftmine, den Krater links unten auch in der Ecke. Und alle diese gelben Punkte waren also Flugzeugteile, die gefunden wurden und auch sterbliche Überreste von der Besatzung nach dem Absturz. Und da sieht man also, was für ein Streufeld so eine Explosion von einem Flugzeug hinterlassen kann. Das sind also Millionen von Kleinstteile, kleine Blechteile oder Plexiglas oder auch sterbliche Überreste. Also von daher, das ist schon ein ganz schönes Streufeld dahinter. So, hier in der Mitte sehen Sie den dunklen Gesicht. Ihn kennt ihn, den Roland Geiger. Geiger, ja. Ja, der war gestern bei mir zu Hause zu Besuch auch. Gell? Von daher, da haben wir auch dann wirklich auch Erfahrung gehabt. Ja, also, ist das noch aus alten Zeiten. Von der Genealogie, ja, genau, richtig, aus St. Bendel. Da gab es noch den Klaus Zimmer, der ist verstorben Ende vergangenen Jahres, an meinem Geburtstag, 23. Dezember. Ja, ja. Ja, der also praktisch auch hier für das Saarland unsere Homepage gemacht hat, mit allen Flugzeugabstürzen dokumentiert, die ist also noch online, also von daher kann man sich das anschauen. So, und das Letzte, was ich habe, ich hoffe, das war am 1. Januar 1945 in Felsberg-Überherrn, das ist ja wahrscheinlich auch nicht so sehr weit von hier, wenn ich das von der Geografie noch ein bisschen Infos habe, ein deutscher Pilot, der Unteroffizier Herbert Maxis, ist also notgelandet, nachdem er beschossen wurde von Infanterie und er wollte aus seiner Maschine aussteigen, er war verletzt gewesen. Er wollte sich eigentlich nur den Arm halten, weil er eben verwundet war. Ein Amerikaner hat das Ganze missgedeutet und hat ihn auf der Tragfläche erschossen. Sehen wir auf den nächsten Bildern noch einige Fotos seiner Maschine. Der obere Teil, also diese knapp außerhalb von Felsberg, hier die ersten Gebäude. Und auf der unteren Bildreihe, diese Bilder sind also nur noch sehr wenig gezeigt worden bisher. Die haben wir durch Zufall bekommen von einem amerikanischen Regiment aus dem Archiv. Das zeigt also die Leiche von Herbert Maxis,
der also hier auf dem ersten Bild links, dieser dunkle Fleck, der liegt also praktisch mit, ja, so halb auf der Tragfläche noch drauf. Und aus der Maschine selbst hängt auch noch sein Fallschirm. Hier sehen Sie also noch Teile, Reste vom Fallschirm. Er wurde dann also mit einem Kopfschuss getötet. Und was danach mit ihm geschehen ist, das wissen die bis heute nicht. Er ist also verschwunden, verschollen. Man kriegt also auch von diesen ehemaligen Soldaten, jetzt hier diese Einheiten, die damals dort im Einsatz waren, keine Angaben. Es gibt also gar nichts darüber, auch nicht schriftlich, was mit den Überresten passiert ist. Man vermutet, dass er als praktisch zusammen mit amerikanischen Toten aus der Gegend auf einen Friedhof der Amerikaner überführt wurde und dort als unbekannt beigesetzt wurde, weil man hat ihn dann auch seiner Kleidung beraubt, wahrscheinlich auch seiner Pistole und seiner Erkennungsmarke. Von daher war er dann nicht mehr zu identifizieren. Das ist die eine Version. Die zweite Version sehen wir jetzt gleich mal auf dem Bild hier. Auf dem rechten oberen Bild diese drei Soldaten, die da vor dem Flugzeugwrack stehen. Sie sehen dieses kleine Dreieck, das hier ist. Das ist ein ehemaliger Panzergraben, der also praktisch bei Felsberg angelegt wurde. Hier sieht man auch noch einmal dieses Dreieck hier und man sieht also verfülltes Erdreich. Lässt natürlich die Vermutung nahe, dass man seine Leiche vielleicht aus Vereinfachungsgründen einfach in diesen Panzergraben geworfen hat und hat Erde darüber getan und vielleicht liegt er auch heute noch da. Also das wäre jetzt auch ein Ansatzpunkt für die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung, dass wir hier vielleicht auch mal eine Probegrabung durchführen können. Aber das Problem in diesem Gebiet, haben wir mittlerweile auch rausbekommen, wurde eine Gaspipeline verlegt. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, wenn man da mit Bagger und so weiter eben tätig wird, wenn man das Erdreich öffnet. Man verschiebt vielleicht die Leitung ein wenig, die reißt vielleicht, dann gibt es vielleicht eine Explosion oder sonst irgendwas. Und ich denke, da muss man wahrscheinlich wieder den Kosten-Nutzen-Effekt auch ein bisschen betrachten. Aber wie gesagt, wäre eigentlich eine Nachgrabung dort die einzigste Möglichkeit, um herauszufinden, liegt er noch in diesem Graben drin oder nicht? Ja, das, und das alles ist in der Nähe des ehemaligen Europa-Senders, diese Örtlichkeit hier. Ja, ja. Dieser Sender. Damit man sich schon vorstellen kann, wo ist das denn? Ja. In der Nähe dieses ehemaligen Europa-Senders. Mhm. Dort ist das hier. Ja, ja, von daher, dann, ich meine, heutzutage werden wahrscheinlich die wenigsten dort wissen, was sich damals dort abgespielt hat. Aber ja, diese die Namen, die auf dem anderen Grabstätten außerhalb der Friedhöfe erfasst worden. Hm. Und auch wenn da jemand unbekannt ist oder nicht, der lag, das ist, also ist immer möglich, dass diese Grabstätte nach dem Krieg 1946, 1947 erfasst worden ist. Wäre möglich, ja. Und vielleicht mit Angabe unbekannt. Also. Richtig, genau. Ne? Das ist natürlich schon die örtlichen Gräberbücher. Das war's. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel auch etwas, wo man sagen kann, hier gibt es einen Ansatzpunkt, aber die Frage ist natürlich, wurden solche, gerade in den während des Kriegsendes zum Beispiel, 45 Jahre dokumentiert, ob das überhaupt dokumentiert wurde oder nicht, ne? Weil da ging ja alles drunter und drüber, die ganzen Verwaltungen, das war ja alles in Auflösung begriffen, ja. Es wurde sehr viel an Material verbrannt, ja, gerade so Akten, die also vielleicht belastend waren. Na, von daher denke ich mal, ist das auch ein ganz, ganz großes Rätsel oder eine Lust, die wir... Mal gucken, vielleicht können wir sie knacken, wenn nicht, und dann bleibt sie vielleicht. Wir wissen es. So, das war praktisch das Ende des Vortrages, jetzt gerade in Bezug auch auf die Abstürze hier im Saarländischen. Und es gibt natürlich noch sehr, sehr viel mehr, das würde also den ganzen Rahmen hier auch sprengen. Ich bin sowieso schon, es tut mir etwas leid, weil mit Herrn Kessler nicht, wir hatten das Ganze etwas ausgeweitet, auch das macht nichts, das finde ich gut. Und, aber, wie gesagt, ich wollte es nicht so sehr in die Länge ziehen, dafür bitte um Entschuldigung. Steven? Kaffee Kuchen gibt es nachher auch noch. Genau, richtig, genau. Kaffee Kuchen. Genau, da hat also die Nelly und auch die Angehörigen hier, die Mama hat gebacken, gell? Und haben wir auch? Nee, ne? Nee. Wir essen nur, gell? Okay, genau. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank auch dafür, für diejenigen, die hier den Kuchen gebacken haben. Und wie gesagt, danach haben wir auch vielleicht eine kleine Fragerunde, wenn Sie vielleicht Fragen stellen möchten, machen wir sehr gerne. Was ich noch habe, und zwar die Gäste, die also heute hier sind,
Solange der Vorrat reicht, sage ich mal, ich habe noch einige Kalender übrig von dem Jahr 2019 und jeder, der also hier heute anwesend ist, müssen wir mal gucken, ob das noch reicht für alle. Wenn Familien da sind, gibt es natürlich nur einen, vollkommen klar. Das ist dann noch so ein kleines Geschenk, das wir von der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung auch noch mitgeben möchten. Die Bilder habe ich letztes Jahr selbst gemacht in Dayton, Ohio, im Museum, zu einem kleinen Kalender zusammengestellt. Der eine oder andere hat ja schon, gell? Hat schon, und von daher denke ich mal so eine kleine Aufmerksamkeit, ein kleines Dankeschön, dass Sie auch heute hier anwesend waren. Vielleicht, was wir am Anfang nochmal angesprochen haben, was den Erfolg der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung auszeichnet, ist eben, wie gesagt, die Bergung von mehr als 140 Flugzeugen in ganz Deutschland, die Aufklärung von Schicksalen von über 50 noch vermissten Piloten. Das ist also, was die Leute sehen, in den Medien zum Beispiel, es wird veröffentlicht, entweder Fernsehen, Radio oder auch Zeitungen. Was die Leute natürlich nicht sehen, das haben wir so ein bisschen als Eisberg dokumentiert, ist also, was der Steven ja auch schon kurz angesprochen hat, dass also die von unserem Ehrenamtlichen und auch der Peter kennt es ja auch, das ist die Ausdauer, die wir haben, dass wir auch Fehler machen, uns mehr oder weniger dann auch für unser Hobby, für unsere Ehrenamtstätigkeit aufopfern. Da sind wir natürlich unseren Frauen sehr dankbar, gell, Christa? Ja. Ne? Die sind dann froh, wenn die Männer mal aus dem Haus sind, dann kann man eben was schaffen, gell? Okay. Das, wie gesagt, das ist natürlich auch dann natürlich sehr viel Kritik, die wir bekommen, so nach dem Motto, oh, was kümmert ihr euch um diesen alten Scheiß? Lasst euch das ruhen, das ist also schon 70 Jahre in der Erde drin, da kümmert sich doch eh keiner mehr, das interessiert keinen mehr. Ganz im Gegenteil, es gibt immer noch Angehörige, die sich dafür interessieren. Und für die machen wir das auch, ja, dass wir praktisch versuchen, hier noch Schicksale aufzuklären. Dann natürlich auch nach sehr vielen Ablehnungen, die wir aus der Bevölkerung bekommen, so nach dem Motto, oh, die Amerikaner, die Engländer, die haben unsere Familien bombardiert, die haben unsere Oma umgebracht, auf dem Feld den Opa vielleicht erschossen, vom Fuhrwerk runtergeholt oder auf Kinder geschossen. Das mag zwar alles gewesen sein, aber ich denke, wir sind 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und irgendwann ist mal Zeit, dass man sagt, okay, wir müssen von diesen alten, ja, von diesen alten Dingen, wo man sagt, es ist passiert, wir können es nicht mehr ändern, aber wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen alles versuchen, dass sowas nicht noch einmal passiert. Und ich habe also vor kurzem auch mit einem Angehörigen, ehemaligen KZ-Angehörigen gesprochen, der das Konzentrationslager überlebt hat und der hat zu mir gesagt, wir als Nachfolgegeneration des Zweiten Weltkrieges, wir können das nicht ungeschehen machen, was damals passiert ist. Man kann euch nicht dafür verantwortlich machen, unsere Generation. Aber, sagte er, man kann uns wohl dafür verantwortlich machen, wenn so etwas noch einmal passiert. Weil dann ist es unsere Schuld. Dann haben wir nichts getan, um das Ganze zu verhindern. Und wie gesagt, wir von der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung versuchen hier einen kleinen Mosaikstein dazu beizutragen, indem wir eben unsere Arbeit machen, wie gesagt, auch mit Enttäuschung natürlich, wenn wir eine Ausgrabung machen, wo vielleicht keiner mehr drinsteckt, durch widersprüchliche Angaben eben von Zeitzeugen. Ja, man macht sich dann lustig, so, ach, die haben schon wieder keinen Erfolg gehabt, ja, und so weiter, gibt es auch. Na, und eben auch Tränen, wenn wir praktisch ein Schicksal aufklären können, die Nachricht an die Angehörigen überbringen. Und dann kommt natürlich auch das eine oder andere, weil diese Schicksale der jungen Leute, die lassen auch uns nicht kalt. Und, von daher, es waren Menschen wie wir eigentlich auch. Und jetzt gerade ich mit 58, unser Junior, der ist 21 Jahre alt. Und wenn man sich überlegt, die jungen Männer, die damals in die Flugzeuge gestiegen sind, die waren nicht viel älter. Ja? Und wenn das also heute passiert, also ich brauche sowas nicht. Und ich denke mal, ein Großteil von Ihnen, der also jetzt auch Enkel hat, Urenkel zum Beispiel oder sonst irgendwas. Ich denke, die brauchen das auch nicht mehr. Und deswegen, wie gesagt, müssten wir alles versuchen, dass sowas zumindest mal hier in Deutschland nicht wieder passiert. Wie es auf der Welt ausschaut, haben wir keinen Einfluss drauf. Es gibt immer wieder Chaoten, die meinen, sie müssten die Welt verändern, die Welt retten oder irgendwie dirigieren oder regieren. Man sieht es immer wieder. Also von daher denke ich mal, alles können wir nicht tun, aber wir versuchen, was in der Macht steht. So, ganz kurz jetzt noch einmal das Ende. Herzlichen Dank für das Interesse, für die Aufmerksamkeit, die Sie mir geschenkt haben. Ich hoffe, es war etwas lange, das tut mir also wirklich sehr leid. Normalerweise macht das Thomas Gottschalk, den gibt es aber nicht mehr im Fernsehen, deswegen gibt es Bengel heute hier. Aber ich denke, was ich jetzt gerade hier so gesehen habe, das Interesse war da gewesen. Es ist mir niemand vom Stuhl gerutscht.
irgendwie, dass er eingeschlafen war oder so. Das finde ich also eine ganz, ganz tolle Sache. Vielen herzlichen Dank. Das zeigt natürlich auch, dass sowohl ich als auch die Mitstreiter der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung, der Peter, der Michael und auch der Steven und alle anderen, die uns hier unterstützen ehrenamtlich, auch der Gerhard interessiert sich auch sehr dafür, Rita auch, ja, dass wir also hier auf einem richtigen Weg sind und von daher vielen herzlichen Dank. Jetzt weiß ich nicht, will der Steven noch was sagen? Steh mal auf, Steven. So, komm, jetzt sagen wir zu dir. Und jetzt, genau, abschließenderweise. Genau, und jetzt weise du bitte nochmal hin. Auf. Gut, okay, also ich denke, das war wirklich sehr interessant. Das waren viele Sachen, die man jetzt so noch nicht gehört, gesehen und erkannt hat. Ich habe selber nochmal viel mitgenommen heute, auch neue Leute kennengelernt, die verschiedene Sachen, die auch jetzt hier von der Region nochmal erzählt haben, wie schon eben angesprochen, die wir noch nicht gekannt haben. Ja, es ist halt immer schon interessant, sowas zu sehen. Ich würde ganz kurz sagen, wenn jetzt hier alles nochmal fertig ist, einmal rundlaufen, sich einmal nochmal angucken, gerne auch noch ein Stück Kuchen, Kaffee, wir sind jetzt beide auch noch da, um Fragen zu beantworten, sonstiges, und würden uns freuen, wenn vielleicht noch der ein oder andere eine Tasse Kaffee bringt und ein bisschen spricht mit uns. Ansonsten, vielen, vielen Dank an den Uwe Wenkel, der hat das toll gemacht, der hat Langausdauer gehabt, sehr interessant auch von Ihnen jetzt hier der Beitrag nochmal zu Völklingen, wo wir auch direkt Leute haben, die hier um die Ecke wohnen. Ich möchte es jetzt nicht versprechen, Sie sitzen da vorne. Und ja, von daher, ich denke, das war im Großen und Ganzen sehr gelungener Nachmittag. Ich bedanke mich auch herzlich nochmal im Namen aller, die geholfen haben und wünsche einen guten Hunger. In diesem Sinne.